Ja, herzlich willkommen zum monatlichen kostenfreien Live-Trading-Webinar im Dezember 2016 bei JFD Brokers. Mein Name ist Heiko Behrendt und ich bin Leiter des Trading-Service Highspeed Daytrader. Freue mich, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt oder noch gerade am Einschalten seid. Dieses Webinar ist ja mittlerweile eine richtige Institution geworden, über mehrere Jahre konstant, jeden Monat findet dieses Webinar statt. Und die Nachfrage ist ungebrochen hoch, was natürlich auch zeigt, dass die Nachfrage nach kurzfristigem Trading weiterhin oder anhaltend hoch ist, was mich natürlich auch freut. Dieses Webinar ist jetzt nicht zu 100% darauf ausgelegt, dass ich hier sozusagen den Vorturner mache und ein paar Live-Trades mache. Das heißt, wir werden uns trotz alledem aber nachher den US-Markt anschauen. Wir werden in den Account gehen, in den ich auch in meinem Premium-Service handle. Und ja, sofern sich Trades ergeben, werden wir auch ein paar Trades machen. Aber natürlich nur, wenn sich diese ergeben. Ganz kurz, was möchte ich mit diesem Webinar erreichen? Ich möchte einfach erreichen, dass ich A, euch mal einen Einblick in das Trading gebe und so ein bisschen auch up-to-date halten, ein bisschen zu meiner Person. Ganz kurz zum Service, das, was ihr dann nachher auch sehen werdet, beinhaltet auch genau das, was in meinem Premium-Service stattfindet. Im Premium-Service handle ich unter anderem einen Account von oder mit der Plattform über JFD Brokers. Und da werden wir uns dann nachher noch dazu oder werde ich mich noch dazu äußern. Ansonsten habe ich selber auch einen Premium-Service, nämlich den genannten Highspeed-Day-Trader. Das ist eine Ausbildungs- und Trading-Service. Hier geht es eigentlich darum, ganz kurz möchte ich das nur durchgehen, geht es eigentlich darum, dass, ja, dass man das profitable Trading dadurch, dass ich es vormache, dass ihr seht, wie es funktioniert und daraus heraus euer Trading weiterentwickelt. Das heißt, jeden Markt tickt der Markt ja ein bisschen anders. Heute zum Beispiel im DAX überhaupt nichts los und trotzdem konnte man Geld verdienen. Gestern im DAX megamäßige Action aufgrund von dem Referendum und dem Ergebnis daraus. Ja, und so unterscheiden sich tagtäglich die Märkte. Keiner gleicht den anderen, aber nichtsdestotrotz lässt sich eigentlich fast jeden Tag an dem ganzen Geld verdienen. Warum sage ich das? Aktuell bin ich bei, glaube ich, 81 Gewinntagen in Folge. Und habe seit Juli keinen Verlusttag mehr hingelegt. Und ein Großteil dieser oder ein Teil dieser Gewinner sind auch alle live in meinem Premium-Service entstanden. In meinem Premium-Service kann man natürlich mir auch nachhandeln, ist auch erlaubt. Zudem machen wir auch immer Schulungswebinare zu gewissen Themen. Aktuell behandeln wir das Thema Optionen und Optionen, wie sich Optionstrader, wie das auf den DAX sich auswirkt, wie man entsprechende Sachen dort lesen kann. Ja. Gut, das heißt, wie sieht das aus? Vom Ablauf her, viermal die Woche finden Webinare statt. Wenn das heutige Webinar, was heute gerade stattfindet, am Dienstag um 15 Uhr, es findet ja nur einmal im Monat statt, ansonsten ist aber am Dienstag zum Beispiel um 15 bis 17 Uhr Live-Trading angesagt, genauso wie auch am Montag und am Donnerstag. Und am Donnerstag handeln wir früh auch nochmal den DAX. Im Jahr 2017 wird es hier wahrscheinlich eine Veränderung geben, dass man bereits auch, dass wir zweimal den DAX traden und zweimal die Amis traden, so damit das ein bisschen mehr ausgeglichen ist, das ganze Thema. Das heißt, dass sowohl dass die DAX-Trader einfach nicht zu kurz kommen. Warum ist hier nur einmal Donnerstag früh? Das lag daran, dass ich viele, viele Jahre überhaupt nicht im DAX getradet habe. Mittlerweile trade ich sehr viel im DAX und von daher kann man auch dieses DAX-Trading wieder weiter forcieren. Zudem in meinem Premium-Service finden jeden Tag Tagesvorbereitungen statt zum DAX. Es gibt Members-Bereiche, wo ich Updates schreibe. Viele meiner Trades seht ihr ja auch in meinem Guidance Trading Service. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Also das heißt, wenn ihr diesen Premium-Service hier abonniert, diesen Premium-Service, sei schon diesen Stream hier abonniert, ich kopiere den Link mal rein. Der wird auch noch ein bisschen abgedatet, das Ganze. Dann könnt ihr ja hier auch oben rechts auf den Button gehen und da kommt ihr direkt zum Premium-Service. Das heißt, ihr müsst da gar nicht mehr lange suchen. Und hier im Premium-Service entsprechend seht ihr nochmal das ganze Thema alles übersichtlich. Ja, auch ein paar
sehr, sehr schöne Feedbacks dazu. Wie gesagt, jeder, der einen Feedback schreibt, wird veröffentlicht. Ja, ich kann nichts dafür. Es sind alle sehr zufrieden mit meinem Service, was mich natürlich über die Jahre jetzt auch immer sehr, sehr freut. Gut, also das soweit zu meinem Service. Jetzt eine kleine Neuerung. Und zwar bin ich da so ein bisschen auf euer, wie soll ich sagen, auf euer Feedback so ein bisschen angewiesen. Ich werde das gleich erklären. Ich möchte nur noch mal die Umfrage hier starten. Warte mal. So. Sofort. Jetzt habe ich das aus Versehen gelöscht. Gut, okay. Ich werde dann gleich noch meine Frage an euch rausschicken. Gut. Also und zwar möchte ich euch gerne ein neues Update geben. Und zwar wer das könnt ihr auch gleich abstimmen. Und zwar geht es darum, mindestens eine 3-monatige Trading-Ausbildung und kurzfristigen Trading. Jetzt denkt man sich, warum macht er sowas? Hat auch einen Premium-Service. Und zwar soll das wie so eine richtige Ausbildung stattfinden. Warum? Steht jetzt hier gleich, warum soll ich sowas machen? Und zwar, erstens, ich habe eine starke Zunahme von Privat-Coaching-Anfragen. Das heißt, ich habe aktuell jetzt schon wieder 3 Coaching-Anfragen, die kann ich alle gar nicht mehr betreuen, auch weil der Umfang einfach so groß ist. Also das heißt, ich möchte meine Coaching-Teilnehmer, habe ich aktuell so meistens so zwischen 1 bis 2 Monate immer im ja, unter meinen Fittichen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach meine Privatcoachings laufen nicht mehr so ab, dass es nur ein Wochenendwebinar ist oder Seminar ist oder, sondern es ist immer eine Nachbetreuung da drinne. Weil ich halt festgestellt habe, dass vielen Leuten, denen ich meine Setups vermittle, wenden diese verkehrt an. Das ist eigentlich ein Hauptgrund, warum ich mein Coaching ausgeweitet habe, was logischerweise dazu führt, dass ich nicht mehr so viel machen kann. Deswegen wäre es für mich die Idee oder ist die Idee, ich bin da noch im Findungsprozess und natürlich, wenn so viele Leute hier dran teilnehmen, kann ich die, denke ich mir, immer fragen, kostet nichts und deswegen kann ich sie auch oder kann ich euch auch fragen und ihr könnt dann auch am Ende gerne eure Meinung dazu abgeben. Wie gesagt, den meisten Tradern fehlt sozusagen Puzzleteil. Ein Setup ist nicht alles. Das kann man sich vorstellen wie beim Auto. Ich sage jetzt mal, beim Auto, bloß weil ich Lenkrad, Gas und Bremse kenne, kann ich trotzdem noch kein Auto fahren. Da gehören halt auch noch 4 Räder dazu und auch noch Sprit im Tank, damit das Ding überhaupt fährt. Und diese ganzen Komponenten, diese ganzen Puzzleteile versuche ich in dieser 3-monatigen Ausbildung so zusammenzuführen, dass man halt mit mir gemeinsam tradet und mit mir gemeinsam lernt, schult. Ja, also mit dem Ziel natürlich, Trading konstant, profitabel, erfolgreich zu machen. Ich habe das auch schon auf der World of Trading angefragt. Die Nachfrage durchaus ist da ganz gut. Wie sollte der Ablauf aussehen? Wie gesagt, ich bin noch im Gedankenprozess. Also Ausbildung über Webinare circa einen Monat. Ups, warum fehlt das? Also circa über einen Monat. Erstmal nach einem Monat oder 2 Monaten trifft man sich dann und macht man ein Seminar, so 3, 4 Tage, wo man halt allgemein über gewisse Themen, also das heißt, in den Webinaren kann ich euch auf einen gewissen Level bringen, dann in dem Seminar kann man auch mal gemeinsam traden, man kann sich kennenlernen, man kann über gewisse Sachen sprechen. Highlight dieses Webinars wäre, dass auch der bekannteste Trading-Psychologe aus Deutschland kommt, nämlich Norman Wells, der wäre auch dafür da. Der würde extra runterkommen, der ist nicht gerade günstig,
Und da wäre es so, dass sich jeder dann mit ihm in Verbindung setzen könnte. Jeder könnte eine Stunde privat mit ihm sozusagen über seine Probleme im Trading reden. Und ja, dann wäre noch die Überlegung, wie so eine Art kleines Forum-Austausch plus einen Members-Bereich zu kreieren, wo auch die ganzen Themeninhalte, die man in der Ausbildung macht, natürlich jetzt das ganze Thema dann auch immer für als Nacharbeit dann sozusagen ausarbeitet und dass sich das jeder angucken kann. Ja. Dann einer der wichtigsten Bestandteile ist, private Trader haben kein externes Risikomanagement. Das heißt, viele Trader fahren eigentlich nur deswegen vor den Baum, weil sie ihre Trades nicht, weil ihre Trades nicht überwacht werden. Ich würde mir sogar die Aufgabe hernehmen und diese Trades überwachen in einem gewissen Maße, indem ich sozusagen auf wer über MT4 tradet, dort am Ende diese Trader zu überwachen über dieses Masterpasswort. Das heißt, ich stehe als Risikontrolletti sozusagen dahinter. Ja, also das war so die Idee, dass man einfach dort versucht, eine externe Risikokontrolle einzuführen. Also ich muss sagen, bei meinen Coaching-Teilnehmern funktioniert das ganz gut. Sie wissen, ich sehe denen ihre Trades und das führt dazu, dass sie sich sehr diszipliniert an ihre Regeln halten. Finde ich ganz spannend. Mit zunehmender Zeit, also mit zunehmender Zeitdauer, wird die Betreuung immer weniger, aber nichtsdestotrotz bin ich nicht aus der Welt, ich bin immer da. Und dann habe ich so gedacht, dass man sich vielleicht so nach 6 Monaten oder nach einem Jahr dann nochmal trifft und vielleicht dann noch, falls man das nochmal macht und nochmal macht, dass da wie so eine kleine Trading-Gruppe entsteht. Weil ich möchte eigentlich, oder was ich glaube ist, dass viele erfolgreich traden können, aber man vereinsamt ja auch sozial so dermaßen, dass sich da vielleicht irgendwie über irgendwelche Wege sich irgendwas auftut, dass sich vielleicht doch ein paar Trader treffen und zusammentun oder was auch immer. Keine Ahnung, wo es hingeht. Ich weiß nicht, ob es ankommt. Ich weiß, ob es nicht ankommt. Wie gesagt, das waren so Gedanken, die ich mir jetzt mal so in den letzten Wochen schon mal gemacht habe. Wie würde das, für wen ist es geeignet? Ja, für jeden, der gerne langfristig konstant erfolgreich werden möchte, mit kurzfristigem Trading, vor allem im Indexbereich, 1 Minuten, 5 Minuten Chart, also ich handle hauptsächlich DAX, DAU, Euro-Dollar, könnte jetzt noch dazu kommen, vielleicht ab und zu mal Öl, aber hauptsächlich DAX und DAU, also wem das gefällt auf 1- und 5 Minuten Basis, für den wert das. Anzahl der Teilnehmer mindestens 5, also unter 5 rechnet sich das für mich überhaupt gar nicht. Der Aufriss dafür ist enorm hoch, wenn ich mir das mal durchkalkuliere, aber nicht mehr wie 15, also 15, also eher so 10, die Mitte wäre schon ein ganz gutes Mittelmaß. Und der Preis würde sich belaufen aktuell, ich habe es jetzt noch nicht komplett abgeschätzt, aber das wäre jetzt so der Maximumpreis, 4.990 € inklusive Mehrwertsteuer und all inclusive. Das heißt, dass da sogar durchaus das Hotel mit da reinfällt. Also das muss man rechnen, ob ich das rausrechne und dann das reinrechne. Aber das wäre ungefähr das. Also ob ich jetzt das rausnehme, das Hotel und die Übernachtung, und ihr das dann eh zahlen müsst, also das wären die Kosten dann für, ich sage jetzt mal, 3 Monate konstante, umfassende Ausbildung plus natürlich die Nachbetreuung, die sich dann halt auch noch ein bisschen erstreckt über eine gewisse Zeit, wo ich dann halt immer als Ansprechpartner noch zugegen bin. Ja. Ja. Also das, das wäre jetzt so meine Idee und wie gesagt, das war jetzt die Idee. Wie gesagt, ist ein Zeitraum so über 3, 4 Monate mal so komplett gedacht. Und ich hau jetzt einfach mal die Frage raus: Wen interessiert es und wen interessiert es nicht? So, wo ist die Frage? Kurzumfrage. Also das machen wir ganz kurz an. Kurzumfrage verwalten. So, jetzt hoffe ich mal, dass das geklappt hat und dass ich die auswählen kann. So, kurioserweise speichert der. Ich habe das zwar auf Speichern gemacht, er speichert es nicht. Schade. Warte mal.
So, wenn ich unten auf Speichern gehe. Ah, jetzt hat das. So. Tja, warum auch immer. So, ich starte sie mal ganz kurz. Das heißt, auf eurem Bildschirm müsste das jetzt kommen. Wie gesagt, geht nur darum, dass ich so ganz grob mal weiß, hier interessiert mich nicht. So, währenddessen mache ich jetzt schon mal das andere an, das was uns da interessiert, nämlich das Trading. Also Grund ist einfach der, wie gesagt, was ich halt festgestellt habe, jeden Teilnehmer, den ich die Setups lerne, lernt durchaus die Setups, aber er wendet sie oft verkehrt an. Also ich sehe das immer in der Nachbetreuung, wenn dann jemand mir meine Mail schreibt, sagt, ja Heiko, ich habe das Setup von dir gelernt, funktioniert überhaupt nicht. Und wenn man halt alle Sachen sozusagen mit berücksichtigt, muss ich halt feststellen, also wenn derjenige besser, also der Hauptgrund, um erfolgreich, konstant erfolgreich zu sein, geht es für mich darum, zu verstehen, wie die Märkte funktionieren. Das heißt, welche Marktakteure sind gerade aktiv, welche Trader-Typen sind gerade aktiv, zum Beispiel wie heute, nur die Kurzfristhändler sind aktiv. Ja, das ist halt das, was eigentlich. Und wenn man das halt immer in die Rahmenbedingungen einsetzt, dann kommt man am Ende darauf, dass, ja, dass man eigentlich am Ende fast tagtäglich an den Märkten Geld rausziehen kann. Gut, die Umfrage ist jetzt noch 10 Sekunden offen und dann dann werdet ihr das Ergebnis gleich sehen. Wie gesagt, vom Preis her bin ich jetzt mal vom Maximalpreis ausgegangen, also lieber zu teuer als zu, also wie gesagt, wenn ich das alles kalkuliere, ist es schon auch ein ordentlicher Kostenblock, der dahinter steht. Wie gesagt, kann auch sein, dass es am Ende günstiger wird, aber man weiß ja, wie es ist beim Kalkulieren. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Okay, also schließen. Übertragen. So, das war das Ergebnis. Also, so viele interessiert es nicht. Ja, ist für mich eine Überlegung wert, wo ich dann sage, gut, da muss ich den Aufriss auch nicht machen. Ja, von daher ist das schon mal ein tolles Feedback, egal ob jetzt nein, interessiert mich nicht oder ja, interessiert mich. Und von daher ist das schon mal auf alle Fälle ein Feedback und ja, halt die Überlegung dann, ob ich sowas überhaupt mache oder nicht mache. Aber ich wollte es halt einfach mal wissen. Ich meine, bei der Anzahl der Teilnehmer würde ich wahrscheinlich eine Zehnergruppe bei denen, denen es nicht interessiert, zusammenkriegen. Wer wirklich Interesse hat und sich mal pauschal für sowas anmelden möchte oder mehr Details haben möchte, ich will noch ein PDF dazu machen, der findet das Ganze auch. So, ausblenden. Der findet das Ganze auch. Der kann mich auch gerne kontakten. Also das heißt, wer prinzipiell Interesse allgemeiner hat oder auf dem Laufenden gehalten werden möchte. Also ich muss hier auf Play drücken. Der halt Bildschirm 1. Bildschirm 2. So, der kann natürlich auch gerne mich anschreiben, zum Beispiel wenn er auf die Homepage geht und kann dort entsprechend über das Kontaktformular auch mich anschreiben. Also einfach oder eine Mail an info@scalp-trading.de. Ja, also wer trotzdem Interesse hat und sagt, ja, das ist auch okay. Also Mail an info@scalp-trading.de. Ja, wie gesagt, ist auch eine sehr intensive Ausbildung und Betreuung. Ja. Gut, also das ist soweit zum Thema. Wie gesagt, ich bin erstmal. Ja, also wie gesagt, die meiste Zeit ist online, aber es sollte so einmal ein Treffen der Leute geben,
Das wäre mit im, finde ich eigentlich ganz wichtig, weil man stellt das immer wieder fest, auch ich war jetzt auch mal auf einem Seminar gewesen und es ist halt einfach schön, wenn man sich dann am Abend auch gemeinsam nochmal austauschen kann. Ja. Gut, ich werde mir das nachher mal durchlesen. Also erstmal auch vielen Dank für die Fragen. Aber erstmal interessant, dass überhaupt auch Fragen kommen. Wie gesagt, das sind so Sachen, an die ich ja nicht gedacht habe. Wir möchten uns jetzt, wir haben es 15:22 Uhr, zum Hauptbusiness kommen. Das heißt, wir werden versuchen, nachher, oder ich werde jetzt euch zeigen, wie ich versuche, die Märkte zu analysieren. Und dass wir dann halt nachher noch ein bisschen ein paar Trades auch machen. Hier im Account, der Account als solches, für den Account sieht es aktuell so aus. Also wir haben einen recht großen Account, habe ich das zugemacht? Einen recht großen Account getradet. Ziel war, ja, ich hatte es vielleicht, der ein oder andere hat das schon mal gehört gehabt. Hatte eine Überlegung gehabt, einen Managed Account aufzumachen. Das Thema ist aber sehr wahrscheinlich gestorben. Da auch hier wieder der Teufel, wie so oft, steckt halt im Detail. Und leider sind die Voraussetzungen oder die Bedingungen darunter nicht dafür geeignet, dass ich gewisse Summen in einem Managed-Account verwalten kann. Bei der Summe, ab der es bereits, jetzt habe ich jetzt erst erfahren, halt kritisch werden würde in einem Managed-Account, würde dazu führen, dass ich das wieder bei mir, dass ich nicht rechnen würde. Also wie gesagt, wenn ich 10% Performance hier habe, und ich kriege da bei 200.000 eine 20% Beteiligung, das wäre jetzt für mich nicht relevant. Also da würde ich sowas nicht machen. Und es sind gewisse Größen, dass bei 2 Millionen kommen wir schon an der Grenze des Machbaren im DAX und Dow Trading. Und da müsste ich dann wieder auf Futures gehen. Auf Futures wiederum wird es für Managed Account wieder. Also es gibt wieder, also der Teufel, ganz einfach gesagt, der Teufel steckt im Detail und das Thema Managed Account liegt aktuell auf Eis, solange es keine Neuerungen oder keine Veränderungen im Produkt, im Konstrukt gibt, ist das Thema leider wahrscheinlich gestorben. Ansonsten wäre es natürlich schön, das auch sozusagen so zu zeigen über so einen Managed Account. Gut, im letzten Monat muss ich sagen, im Monat November haben wir gar nicht so gut performt. Wir haben zwar jeden Tag einen Gewinntag gehabt im November, aber wir haben die Benchmark nicht schlagen können und haben am Ende 1.793 € unter unserer Benchmark gelegen. Die Monate davor konnte man zwar die Benchmark jetzt immer schlagen, entsprechend. Aber gut, so ist es dann halt, wenn man auch recht wenig tradet. Ich war jetzt noch krank gewesen. Und da merkt man dann gleich, wie man dann ins Hintertreffen kommen. Auf Gesamtjahressicht für den Account liegen wir performance-technisch noch darüber. Das heißt, so, mal hier auf. Liegen wir noch darüber und ja, aber man sieht jetzt hier hinten schon, wie sich jetzt diese Outperformance so langsam die Schere wieder zusammengeht. Ja, wenn man dann auch zwar kontinuierlich noch Gewinne macht, aber auch zwischendrin viele Tage hat, wo halt nichts passiert ist. Ja, ich habe jetzt auch selber wieder aktiv meinen eigenen Account, meinen Privataccount so ein bisschen getradet und ja. So, jetzt haben wir den 6.12. Gut, wir wissen ja heute noch nicht, ob wir einen Gewinntag machen, aber ist ja auch erstmal egal. Okay, ja, so der Stand der Dinge. Gut, wie habe ich das erreicht? Erreichen kann man das vor allem deshalb, wenn man A, kleine Risiken fährt, B, die Märkte sehr gut einschätzen kann in Form der Marktanalyse und der Marktakteure, die am Markt sind. Und das schauen wir uns jetzt an für den Dow Jones. Und ich mache mit euch jetzt die Analyse, so wie ich im Dow Jones im Premium Service meine Analyse machen würde. Hier sieht man die Analyse von gestern, lag ich gar nicht so verkehrt, dass der Markt runtergeht, aber gut. Bis der Markt runtergegangen ist, waren die 2-Stunden-Webinar leider schon rum, sodass man da, dass wir jetzt im Premium Service gestern so gut wie nichts verdient hatten. Wir können uns da nochmal angucken. Ich habe noch gar keine Auswertung gemacht für gestern.
Und wir gehen jetzt einfach mal die Auswertung oder die Analyse für heute durch, wie das ganze Thema aussieht. Das bedeutet, also schauen wir uns einfach mal an, das Tagesziel von gestern zeichnen wir uns hier ein. Wir sehen jetzt hier aktuell den 30-Minuten-Chart. Und vorbörslich steht jetzt der Dow ungefähr dort, wo er gestern ewig nicht durch wollte, nach unten. Also da, wo er auch gestern vorbörslich stand, bei 19.231 Punkte. Überlegung für mich heute im Markt wäre, sehen wir zum Beginn wirklich nochmal dynamische Käufe, wenn der Markt aufmacht? Ja, dann okay, darf es gerne hochgehen, neue Allzeithochs und so weiter und so fort. Sollten wir aber, und das wäre mein favorisiertes Szenario aktuell, sollten wir nicht wirklich den Bereich, das Intraday-Tageshoch, was jetzt bei 19.239 liegt, nicht wirklich überschreiten können und zurückfallen unter die 19.222, was das Wochenhoch der letzten Woche ist, dann würde ich erneut davon ausgehen, dass der Dow hier nochmal ein bisschen nach unten fallen kann. Ziel 19.209. Und vielleicht sogar in Richtung Intraday-Tief 19.191. Darunter haben wir dann also nicht das Tagestief von gestern, sondern, wie soll ich sagen, das Tagestief von gestern in der Haupthandelszeit, der Kassazeit. Also die US-Börsen machen ja um 15:30 Uhr auf und um 22 Uhr zu. Das andere ist ja alles Vorbörse. Also das heißt, wenn man jetzt den Dow Jones Kassa-Markt nehmen würde, wären die 19.183 das Tagestief. Das richtige Tagestief, wenn man jetzt den Future nimmt, liegt hier unten bei 19.116. Ja, das nur so zur Information. Also mit Tagestief hier, richtigerweise meine ich nicht das Tagestief von gestern, sondern das Tagestief während der Haupthandelszeit. Ja. Gut. Okay. Dann werden wir das mal sehen, wie weit der Markt nach unten kommt. Was gestern schon ewig nervig war, ist, dass gestern der Markt ganz wenig volatil war und die ganze Zeit hin und her gelaufen ist. Ich mache mal den gestrigen Handelstag an, hier im Members-Bereich, den wir gestern gehandelt haben. Und jetzt werden wir hier nochmal den gestrigen Tag sehen. Da können wir nochmal zurückschauen. Also gestern, wir haben gerade mal gestern 12,79 € verdient auf den 200.000-Euro-Account. Lag aber daran, dass in der Zeit, wo wir gehandelt haben, halt nichts los war. Ja, also irgendwie so 20, 30 Punkte Bewegung. Hier sieht man die Trades, die gestern gelaufen sind. Also erstmal ein Verlusttrade bekommen. Dann ja, ein Short-Trade. Hier lag man durchaus recht gut vorne, sind aber hier einmal im Rücklauf knapp ausgestoppt worden, sodass wir die Bewegung nach unten da nicht weiter mitnehmen konnten. Und der Long hier. Da hätte das Ergebnis hätte 10 € besser ausfallen können. Hier war aber die Option, dass ich auch hätte 30 € mehr verdienen können, aber am Ende hat mich der Markt ja ausgestoppt. Danach war das Webinar dann zu Ende. Das heißt, da ist auch nicht mehr Gewinn dazugekommen. Im privaten Trading gestern konnte ich eigentlich vorbürstlich ganz gut performen. Das findet aber ja hier nicht in diesem Account statt. Ja. Gut. Also man sieht halt gestern sehr, sehr nerviger Markt hier zur Eröffnung, also dauernd hin und her, hin und her. Ich sage immer so, Klavierchart-Optik, abwechselnd schwarz-weiße Kerzen. Da ist es natürlich nicht einfach, überhaupt eine Performance zu bekommen. Ich habe das Ende, weil hier so langsam, das war jetzt hier 17 Uhr, ist hier gerade, wo mein Fadenkreuz ist, haben wir 17 Uhr, also 16 Uhr bei JFD. Und ich wollte eigentlich nur gucken, dass der Account im Plus kommt und entweder wären nochmal 30 € mehr rausgekommen oder weniger. Gut. Da schauen wir mal, wie die Amis jetzt hier reinkommen und eröffnen. Das heißt, von der Analyse her, gerade wie erwähnt, geht es darum zu überlegen, wohin der Dow nun steigen oder fallen kann. Das heißt, für mich auf der Unterseite der Preisbereich, was man hier im 30-Minuten-Chart auch sieht, diese 19.209. Das heißt, hier diese horizontale Unterstützung könnte, wenn, falls die hält, dieser Preisbereich, dass man dort vielleicht nochmal die Long-Seite hernimmt. Hier kommt es immer darauf an, zu unterstellen, also
oder die Hauptaufgabe für mich als Trader ist zu schauen, wenn der Markt da unten dran kommt, nicht zu orakeln, dass der es bricht oder nicht bricht, sondern zu schauen, wenn es bricht, was passiert danach? Geht es wirklich durch auf die 19.190 oder hält der Markt halt dort an? Ich sehe eventuell Kaufinteresse und sehe, dass der Markt hier vielleicht doch nach oben gehen kann. Ja. Genauso auf der Oberseite heißt es auch, kann der Markt das Intraday-Tageshoch knacken, ja oder nein? Wenn er es knacken kann, gibt es entsprechende Trader, die den Markt weiter nach oben bringen in Richtung Allzeithoch. Oder so wie heute im DAX gesehen, der Markt pendelt eigentlich nur hin und her. Am Hoch gibt es keine Käufer, am Tief keine Verkäufer, weshalb der Markt hier in einer Trading Range gefangen bleibt. Und das ist auch das, was man denn in so einer Ausbildung halt lernt. Und wie gesagt, das ist dann schon sehr zeitintensiv und muss auch intensiv betreut werden, damit man das da sich jeden Tag drauf einstellen kann. Ja. Gut. Schauen wir uns nochmal den DAX hier auch heute an, wie der so gelaufen ist. Prinzipiell, ja, auch alles andere als schön, muss man mal so sagen. Und wir sehen hier diese wirklich starke Bewegung, dass, also die starken Bewegungsschübe, die dann so abrupt abbrechen, ja, weil einfach keiner da ist und wirklich handelt. Das heißt, der Markt geht hier nach oben, fällt wieder runter, geht nach oben, fällt wieder runter, geht nach oben, fällt wieder runter. Wir sehen extrem stark überlappende Kerzen. Das ist immer ein deutliches Indiz dafür, dass hier keine großartigen Käufer im Markt drinne sind. Denn auch hier so plötzliche diese, der Markt fällt hier über eine Zeit von 17 Minuten um 17 Punkte nach unten und dann innerhalb von 2 Minuten holt er das ganze Ding wieder nach oben. Wir sehen, dass die Hochs hier wieder angehandelt werden oder vielleicht nicht durchgehandelt werden. Also kein einfacher Markt. Da heißt es durchaus, manchmal weniger ist mehr. Also es das heißt, dass man weniger tradet. Prinzipiell sollte man in so einem Markt wie heute im DAX versuchen, so tief wie möglich long, so hoch wie möglich short zu handeln. Weniger die Ausbrüche long handeln. Das ist in der Vielzahl der Fälle eher gefährlich. Und wir sehen halt auch hauptsächlich auch im DAX, wir sind zwar tendenziell leicht aufwärts, aber wir sehen halt schon auch, dass der Markt sich sehr, sehr schwer tut nach oben. Und jetzt, wie jetzt hier gerade, der Markt macht einen Tag, also ein neues Hoch. Ja, und das wird gleich mal direkt wieder abverkauft, wie das heute schon den ganzen Tag so war. Also es gab bis jetzt eigentlich nur einen guten, ordentlichen Ausbruch und das ist der Ausbruch meines Erachtens, der hier stattgefunden hat. Das ist der einzige ordentliche Ausbruch. Der Rest ist alles Fehlausbrüche. Ja. Oder wo halt irgendwelche Ranges nicht wirklich gut gehalten haben. Deswegen in so einer Marktphase, und diese Marktphase muss man natürlich auch erstmal erkennen, damit man auch weiß, welches Setup man halt anwendet und auch richtig anwenden kann. Oder zumindest auch, dass man jetzt nicht hier wie gestern, wo man auf 50, 60 Punkte Bewegung oder 30 Punkte, 20 Punkte Bewegung im 1- und 5-Minuten-Chart spekulieren konnte im DAX, dass man heute sagt, okay, ich trade heute hier auf 5 Punkte und das war's. Ja. Mehr gibt es da denn nicht zu tun. Gut, ja, schauen wir uns den DAU an. Also der DAU kommt jetzt genau in den Unterstützungsbereich rein. Wie gerade schon erwähnt, jetzt gilt es hier zu schauen, fällt der Markt jetzt nach unten durch, ja oder nein? Damit ich das noch ein bisschen besser sehe, nutze ich die Futures als solches. Auch das ist, wäre dann zum Beispiel auch Ausbildungsthema. Das heißt, ja, ich hole es mir mal kurz her, den Dow Jones hier im Future, um einfach zu schauen, wo, wie, welches Volumen verteilt ist und darauf zu reagieren und zu partizipieren. Ich nutze diese Methode, also neben auch daneben, dass ich selber Futures früher viel getradet habe, habe ich seit 2001 analysiere ich mit dem Future mein Trading. Das heißt, ich habe das früher auch die Futures gehabt im Jahr 2000, 2001 bereits. Und habe damit dann ja im Zertifikatebereich getradet und habe mir halt immer gesagt, also wenn ich semi-professionell oder professionell traden möchte, dann muss ich einfach halt Geld investieren. Punkt. So, ja. Das ist genauso, wenn ich Rennfahrer werden will, ja, kann ich nicht ewig mit dem Straßenauto rumfahren. So, und wenn ich Profifußballer werden will und egal, was ich werden möchte, man muss irgendwo vom Setup dann irgendwann mal in eine Kategorie auch investieren, ja, damit das ganze Thema auch erfolgreich werden kann. Es soll jetzt aber nicht heißen,
dass man jetzt mit Future-Daten deswegen erfolgreicher wird. Aber der Future, auch wenn man jetzt das Ganze, was man jetzt hier drumherum sieht, diese Zahlen, selbst wenn man das jetzt nicht interpretieren kann und in der Kürze der Zeit werde ich jetzt auch keiner das jetzt nicht alles allumfassend erklären können. Aber es geht allein schon mal darum, dass ich bei den Future-Daten schauen kann, ob mein CFD-Anbieter als solches gut mittaxt. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Ja, das ist ja schon mal ganz wichtig. Früher gab es da wahnsinnige Abweichungen und da war ich froh, dass ich den Future als solches hatte. Ja, und nicht da auf den Kursen des Brokers angewiesen war, sondern ich von der Börse wusste, ob der Broker jetzt nun gute Kurse stellt oder schlechte Kurse stellt. Gut. Hallo Heiko, wie viele Kontrakte kann man im Future Intraday handeln, ohne die Märkte zu bewegen als Scalp Trader? Also kann man jetzt hier zum Beispiel, wenn man jetzt mal den DAU jetzt hernehmen würde, man sieht ja, was auf einem Level liegt, das sind rechts die Zahlen. Das heißt, solange man mehr wie das, was rechts im Limit Kauf oder Verkauf drinne liegt, handelt, bewegt man den Markt mal mindestens um einen Punkt. Ja. So, und ich sag mal so, wenn jetzt auf einem Level hier am Bid oder Ask nur zwei Kontrakte liegen und man handelt fünf, dann bewegt man selber den Markt auch mit fünf Kontrakten. Also sobald man mehr wie das Limit, was am Markt anliegt, handelt, bewegt man automatisch den Markt, weil man ja immer mehr wie das Limit, was hier oder die Limite, die hier drinnen liegen, weghandelt. Ja? Wenn ich jetzt ein Marktakteur bin. Ah, das ist sozusagen die Antwort dazu. Gehen wir dazu mal, wer es für wen das im F-Tax interessiert, der wird da auch recht schnell und gut erschrocken sein. Gehen wir mal hier kurz in den F-Tax rein. Also hier im F-Tax liegen vier oder fünf Kontrakte. Also sobald ich hier 50 Kontrakte im F-Tax handle, gehöre ich zu einem wirklichen, also ich handle keine 50 Kontrakte, aber wenn jemand hier 50 Kontrakte oder allein nur 10 Kontrakte handeln würde und handelt Market, bewegt er zumindest um einen Tick den Punkt, den F-Tax. Ja, weil wir haben jetzt hier nur 2 und 1 Kontrakte am Limit liegen. Können wir uns auch vielleicht noch mal genauer angucken, wenn wir uns hier mal den Dom aufmachen. Also wir sehen hier zwei Kontrakte, ein Kontrakt im F-DAX drinne liegen. Ja, und können hier sehen, also wenn ich jetzt 20 Kontrakte Market kaufe, würde ich den Markt von 10.718 auf die 18,5 bewegen. Gut. Ja, und wenn welche die Limits löschen und liegt ja nur noch ein Kontrakt auf einem Limit, dann bewege ich auch mit zwei Kontrakten den F-DAX. Gut, also wir schauen jetzt mal bei 2202 war gestern schon, also die Linien, die hier drin sind von gestern interessante Preisbereiche gewesen. Ja, Märkte haben ja auch so eine Art Gedächtnis. Das heißt, wir schauen jetzt mal, S&P ist bei 2200,5 angekommen. Wir sehen hier unten relativ viel Volumina. Würde jetzt für mich bedeuten, dass man jetzt mal ganz kurz schaut, ob der Markt jetzt nochmal zurückkommt. Ansonsten im Dow Jones sind wir, wenn man ja rechts oben schaut, im MetaTrader-Bereich sind wir relativ nahe dem Intraday-Tief. So kaum sage ich es, geht der Markt schon ein bisschen hoch. Wir werden aber schauen, wie weit er nach oben geht. Also man kann jetzt hier durchaus überlegen, antizyklisch long zu traden. Wie gesagt, falls jemand überhaupt was nachtraden möchte, alles auf eigenes Risiko. Und wie gesagt, ich sehe das hier mehr so ein bisschen unter Erklärungsgesichtspunkten, das ganze Thema auch. Ja, also das heißt, ich würde jetzt schauen, wie kommt der Rücksetzer rein. Und wie könnte der Markt hier entsprechend nochmal nach unten denn gehen? Und was passiert, wenn wir jetzt das letzte Tief der letzten 5-Minuten-Kerze rausnehmen? Sehen wir dort gleichzeitig den Bruch des Intraday-Tiefs vom Dow Jones bei 19.191 Punkten? Ja, also wenn ich schaue hier schon sehr gerne dann auch direkt auf den Future, weil das ist für mich der richtige Preis. Im CFD kann es manchmal sein, dass der nicht ganz genau mittaxt, dass vielleicht aufgrund des vorbörslichen Spreads da nochmal zwei, drei Punkte fehlen und so weiter und so fort. Gut, Folgendes werde ich jetzt tun.
Folgendes finde ich recht interessant. Also wir sehen hier unten auch sehr viele Limits drinnen liegen am Tief. Also man versucht erstmal am Tief im Dow Jones, am Intraday-Tief auf alle Fälle den Markt jetzt ein bisschen abzufangen. Was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, ich werde ganz kurzfristig schauen. Ich möchte gerne einen Push auf der Unterseite sehen, möchte gerne sehen, dass wir das Tagestief anhandeln und kommt dann nichts nach. Dann wäre meine Idee ein ganz kurzer Long, den ich aber relativ knapp per Take Profit beenden würde. Also nur 5 Punkte oder so. Das heißt, ich möchte gerne sehen, ob am Tief was nachkommt, am Intraday-Tief. Das ist hier jetzt die blaue Linie, die für mich, oder ich mache sie mal rot, ein bisschen stärker. Das ist sozusagen das Intraday-Tief vom Dow Jones Future, der für mich halt relevant ist. Ja? Also diese rote Linie bei 19.184 ist für mich die relevante Linie. Also am liebsten würde ich nicht jetzt long reingehen, sondern erstmal den Bruch des Tagestiefs, des Intraday-Tagestiefs sehen. Das wäre für mich am schönsten, weil dort ich interpretieren kann, kommt jetzt was nach, ja oder nein. Wenn nichts nachkommt, kann ich long gehen am Tief. Fällt der Markt einfach durch und es kommt Verkaufsdruck rein, dann kann man auch den Short traden. Aber wenn ich jetzt meinen Fokus auf Long lege und ich möchte erst mal sehen, was dort passiert, das heißt, wenn ich jetzt Short durch das Tagestief handeln möchte, dann muss ich sozusagen jetzt Short einsteigen, müsste dann zwingend darauf setzen, dass am Tagestief Action kommt, das heißt, der Verkaufsdruck durchgeht und der Markt weiter fällt. Und ich möchte es andersrum handeln. Ich möchte halt wirklich schauen, ob dort was passiert. Und falls nichts passiert, dann gehe ich long. Wenn was passiert und der Markt doch prozyklisch durchfällt, werde ich mich nicht dagegen stellen und den Markt entsprechend long handeln. Ja, dann darf er halt durchfallen. So fokussiere ich mich auf eine Seite im Trading und versuche dann diese Seite zu handeln. Wichtig für mich, wenn er wirklich durchs Tagestief durchfällt, dass ich dann nicht long dabei bin. Ja. So, wir können auch die Linie hier auch nochmal reinziehen im MetaTrader. So, da haben wir hier auch nochmal das Tief. Also man sieht schon, es ist so ein bisschen, es stockt hier unten. Wir sehen aber auch, dass die Eindeckungen nach oben relativ flach sind. Wir sehen aber auch, dass der Markt richtig viel Action, also richtig viel Volumina bewegen muss, damit er überhaupt darunter fällt. Also entweder gibt es gleich bahnefrei Kartoffelbrei oder wir sehen jetzt gleich den Eindeckungsmove. Also kurzes Ausnocken der Tiefs und der Stops, die dort liegen und also der Sell Stops, die dort liegen. Und wenn das nicht passiert, wie gesagt, würde ich gerne long handeln. Das heißt, wie gesagt, jetzt nur meine persönliche Interpretation, die muss nicht richtig sein. Und wenn sie nicht richtig ist, wäre es gut, wenn ich nicht investiert wäre. So muss man es ausdrücken. Gut. Man sieht ja auch, also warum auch die Long-Seite, dieses Stocken dieses Marktes, also dass der Markt so langsam runtergeht, zwar neue Tiefs macht, aber immer wieder hochzieht, ist für mich ein sehr, sehr deutliches Indiz dafür, dass wir nach unten einfach zu viel Kraft benötigen. Jetzt den Long hier zum Beispiel habe ich nicht, weil ja die entscheidenden 2 Punkte gerade gefehlt haben, um das Tagestief anzutesten. Das ist halt ein bisschen schade, aber es zeigt jetzt schon mal, dass man hier jetzt zumindest schon mal 7 Punkte, 8 Punkte gestiegen sind. Wir sehen jetzt die Limit-Buy-Seite, die hier auch so ein bisschen die Orders nach oben schiebt. Wir nehmen jetzt gleich sogar oder sind am Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze dran. Ja, DAX macht den Ausbruch auf der Oberseite. Ja, gut, wie gesagt, ich habe eine gewisse Idee, die ich handeln möchte. Bis jetzt kam sie noch nicht und von daher bleibe ich da noch ein bisschen in Abwartehaltung. Mal gucken, wie der DAX hier es schafft. Aber die 17.000, also beim DAX ist es kreuzgefährlich auf der Oberseite. Also für, falls jemand dort die Idee hat, Short zu handeln, könnte das gefährlich werden, wenn wir nochmal so Richtung 10.750 gehen. Da könnte es relativ kurz und zackig mal ganz schnell hochgehen. Nochmal und sogar 10.800, wenn die hier die Optionsseite aktiviert wird, sehen wir eine extrem schnelle Bewegung. Auch das wäre zum Beispiel Thema Ausbildungsstoff. Denn ja, das sind die Hauptakteure, wenn die Optionen in 2 Wochen jetzt verfallen, da treffen würden ja bei 10.740 dann nochmal richtig großes Volumina auf dem Markt drauf treffen.
Also da bitte ein bisschen aufpassen, wenn der Markt plötzlich Action kriegt. Wir haben so einen Ansatz heute schon gesehen, so 12:30 Uhr, da hat man schon gesehen, sobald ein bisschen was in der Kasse läuft, was da reinkommt und wie schnell das dann nach oben geht. Also da ein bisschen aufpassen. Im DAX. Also DAX könnte unter Umständen recht schnell werden. So, jetzt wird es bei mir hier richtig duster. Kommt halt drauf an, wie der Optionshändler halt handelt und ja, wie eifrig er ist. Gut. Nutzt du Kinetik als Datenfeed für Ninja Trader? Nein, hier nutze ich CQG von Ninja Trader Brokerage. Kinetik als Datenfeed wäre mir viel zu teuer. Mit den Daten, die ich hier bräuchte, wären es, glaube ich, genau $200 im Monat für den Datenfeed. Und CQG ist für mich ein sehr, sehr guter Datenfeed. Gut. Ja, wir haben gestern das auch schon gesehen, dass die Vola auch im DAU ja extrem eng und zäh und auch sich dieses andeutet. Wie gesagt, 1 Minute, 9 Punkte hoch, dann ist schon wieder Schluss. Ja, ist ein bisschen zäh das Ganze. Wir gucken mal, was der Euro-Dollar macht. Der sieht aber auch ziemlich zäh aus. Ab und zu beobachte ich jetzt so ein bisschen immer mal den Euro-Dollar wieder. Also das ist der Standard-Preset von JFD Brokers. Das würde mich jetzt persönlich hier nicht interessieren, aber allgemein gucke ich immer jetzt mal so ein bisschen nach der Struktur, ob ich eventuell auch nochmal, dass man wieder einen Markt hat, weil oder eine zusätzliche Option hat. Denn wie gesagt, wenn der DAU mir nicht gefällt und ich nur noch den DAX habe, also ich habe immer gerne zwei Märkte. Die Amis sind aktuell sehr, sehr schwer handelbar, finde ich, mit diesem 10 Punkte hin und her. Man kann zwar traden, aber es ist. Ja, es ist halt nicht so schön, es ist halt sehr oft nervig, ja. Und man geht teilweise große Risiken ein, ohne dass man dafür belohnt wird. Das ist so ein bisschen das Problem, ja. Und wenn man dennoch emotional wird oder vielleicht dann da nochmal hier und da seine Disziplin verletzt, ja, kann sowas auch durchaus teuer werden. So, wir schauen mal auf der Unterseite im S&P, ganz unten rechts, da sehen wir bei 2201,5, 2600 und 2500 Kontrakte wurden jetzt leicht angehoben. Auf der Limit-Buy-Seite, jetzt wurden sie sogar auf 2200 angehoben. Mal gucken, ob sie den Markt schaffen, ein bisschen zu drücken. Wenn das passiert, sollte der DAX, DAU, meine ich, auch noch ein bisschen nach oben gehen. So, im DAU passiert gar nichts. Oh Mann, ey, was ist denn da los? So, ich habe mal eine Position aufgrund dessen, dass die US, also im DAU bin ich gerade long, Take Profit 5 Punkte. Ich setze jetzt darauf, dass wir hier den Ausbruch durch das Hoch der letzten 10 Minuten sehen. Wenn der Markt das macht, möchte ich gerne so ein bisschen Eindeckung haben. Der S&P hat ganz gut gestartet. Ja, der S&P hat hier mit der Limit Buy Order den Markt ganz gut gepusht. Jetzt sind wir schon draußen, 23 Euro war jetzt. Wie gesagt, der DAU hat sich ganz schön Zeit gelassen mit der Bewegung nach oben. DAXI auch nach oben. Ja, sieht ganz gut aus jetzt für den DAX. Wie gesagt, wir kommen jetzt ans Intraday hoch, 10.738 im DAX und da halt wie gesagt aufpassen, wenn es jetzt schnell wird, 10.57 können in einem sofort erreicht werden. Also da rede ich von 10 bis 30 Sekunden. Also Auslöser für den Trade war der S&P, der mit seiner Limit Buy Order, die er, wer es vielleicht nachher nochmal, oder das Video wird ja auch hochgeladen, wer sich das im Video nochmal anschauen möchte, der sieht dann, wie die Limit Order von 2201 bis auf 2202 hochgehoben wurde oder von 2150 auf 2202,25 hochgehoben wurde. Ja, und das führte dann direkt mal zu dem Push, da auch das ja, zu lernen, zu verstehen. Macht dann halt einmal so einen kleinen Trade, der ist jetzt nicht der Rede wert auf den Account, ist aber zumindest mal ein Plus-Trade. Ja. Gut, also ich gehe aktuell mit Take Profit nur rein und raus von 5 Punkten, weil der Markt die ganze Zeit halt nur zwischen 5 bis 10 Punkte hin und her eiert und ich hier im DAU keine Konstanz, seltenst oder seltenst Konstanz habe oder Kontinuität. Ja, wie gesagt, schade ist, dass der Markt hier unten nicht gleich nochmal mein Tagestief, das Intraday-Tief abgefischt hat. Wäre ja was für mich.
So, zur Information, wir haben soeben die 500-Marke erreicht an Anzahl der Teilnehmer. Vielen, vielen Dank dafür. So, das heißt, ich werde jetzt mal gucken, wie der Markt wieder ein Stück nach unten kommt. Wir werden dann mal sehen, ob man hier unten vielleicht dann auch nochmal einen Trade machen kann. Also die 5 Punkte Take Profit waren jetzt mal nicht so verkehrt gewesen. Und jetzt zieht der Markt wieder runter. Die Limit Order verschwindet hier ein bisschen oder ist gerade verschwunden. So, mal gucken. Ach so, was ich das Wichtigste, was ich vergessen habe, dass wenn ich so viel rede, ist natürlich, wir sollten auch natürlich mal schauen. Wir sollten natürlich mal schauen, auch Zahlenfront habe ich jetzt ganz vergessen. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ach, Termine. Das ist, wenn man hier eine Werbung liest, ich sehe hier gerade eine CMC Markets Werbung. Mensch, Männer und Multitasking-Fähigkeit. So. Mann, ey, Heiko. So, wir sind gerade ans Tief rangerutscht im DAU. Mal gucken. Also wie gesagt, ich möchte gern das Tagestief sehen. Also wie gesagt, ich möchte gern sehen, dass der Dow Jones die rote Linie, also das Tagestief von gestern, kurz rausnimmt. Da möchte ich gerne sehen, ob dort Verkäufe nachkommen. Kommen keine Verkäufe nach, würde ich gern long traden. Für einen, der short handelt, der muss sehen, dass der Markt hier entsprechend durchfällt. Den Trade in Euro, also den Gewinn in Euro, sieht man am hier drinnen im Bild 23,21 € inklusive Kosten, allem drum und dran. Ach Mensch, ey, jetzt macht der Markt das so genau. Ich möchte aber eigentlich sehen, also ich mag es nicht da, selbst diese 2 Punkte davor long einzusteigen, weil ich möchte eigentlich sehen, dass am Tief da, ob da was passiert oder nicht passiert. Und deswegen ist es für mich ein bisschen schwer, jetzt wieder reinzugehen, genau bei 19.200. Ja. So. Gut, also wie gesagt, DAX, der ist auf alle Fälle cool, der Optionstrader, der macht noch keine Attacke. Also 10,57 ist da das Maß der Dinger und wenn es da direkt nochmal durchballert, sehen wir die 10.800. Also 10,57, wichtige Marke. Zehn, sieben, fünfzig. So, jetzt mal gucken, ob der DAU jetzt mal das Tagestief rausnimmt. Wie gesagt, ich möchte, warum? Natürlich am Tagestief oder also am Intraday-Tief vom Dow Jones, es liegen höchstwahrscheinlich irgendwelche Orders, sei es Stop-Orders. Ja, oder vielleicht großer Limit-Kauforders. Und die Märkte sind ja Triggermärkte. Das heißt, erst wenn der Markt das antriggert, wird es passieren. Also solange er hier die Stop-Order, falls eine li drinnen liegt, nicht anhandelt, wird auch der Markt nicht durchfallen. Ja, der muss die ja erstmal bekommen. So, wie spät haben wir es? 55. So, jetzt wollte ich nach, wie gesagt, hatte ich vor lauter Schnatterei. 16 Uhr. Naja, gut, kommt noch ein bisschen was, aber. So, also nochmal genau das Tief angehandelt. Intraday-Tief ist 2 Punkte tiefer. So, jetzt mal gucken, ob der Druck jetzt durchgeht. Am Tief wieder viel gehandelt auf der Sales-Seite. Wir haben große Limit-Kauforders drinnen liegen hier im Future. Ja, und da braucht man hier schon richtig viel, ein bisschen Geld, um das alles rauszudrücken. Und das ist halt die Frage, kommt da jemand oder nicht? Und wenn keiner kommt, kann man dagegen auch gerne long gehen. So ist halt nur die Frage, kommt der? So, da kommt einer, 50 Kontrakte getradet. Jetzt sind wir genau am Tagestief, kommt was nach. So, wenn es halt Stop-Orders sind, dann sehen wir das in einem Rutsch, dass da direkt verkauft wird. So, ich bin long am Tief als Fehlausbruch. 5 CFD ist nochmal rein. Am Tagestief. Da kommt die Stop-Order.
Zur Information, ich trade mit einem Risiko von 200 bis 600 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal 20, 30 Euro hinten liege, ist das nur normal. So, jetzt kommt ein bisschen Druck rein. Ich muss doch erstmal zwischendrin raus. Das heißt, ich wollte jetzt hier, dachte, das reicht schon, die 91 abgeholt. Jetzt kommt so ein bisschen der Stop, sind es nicht wirklich richtig. Dafür läuft es eigentlich zu langsam, ist eigentlich eher eine Order. Wir schauen jetzt genau darauf. Ich weiß jetzt nicht, wie tief der Markt fällt, deswegen habe ich jetzt den Trade hier erstmal beendet. Jetzt sind wir sozusagen fast am Kassatief bei 83. Ich habe den Trade jetzt erstmal im Minus beendet. Meine Idee ist, entweder tiefer reinzukommen, falls er nochmal an die 81 geht. Und falls er jetzt davor hoch geht, wäre natürlich ein bisschen doof, aber gut. Ja, das seht ihr, manchmal tradet man halt auch nicht so ganz so gut, ne? Also Idee war jetzt, dass er direkt nochmal die 81 jetzt holt. Die 81 ist ja das Kassativ von gestern oder 83, dass das auch noch geholt wird und dann, dass ich da vielleicht überlege, je nachdem, wenn die Kerze zu lang wird, möchte ich da dann nicht mehr drin sein. Deswegen habe ich jetzt den Trade beendet gehabt. Jetzt hält er halt sehr knapp davor auch wieder an, so wie er es vorhin gemacht hat. Jetzt wären wir sogar noch nicht im Plus mit dem Trade, aber wäre jetzt das Minus nicht ganz so groß. Es ist immer noch kleines Minus, wie gesagt, normales Risiko pro Trade zwischen 200 bis 600 Euro. Das heißt, ich habe sehr viel Spielraum. Eine volle Positionsgröße aktuell bei dem Marktumfeld sind so Richtung 15 bis 20 CFDs, die ich hier auf den Account traden kann. Ja, und da geht's, das Ziel ist halt darum, ja, den ein oder anderen guten Trade zu treffen. Ja, man trifft ihn ja auch nicht immer. So, jetzt kommen 16 Uhr nochmal ein bisschen Zahlen. Also für Stops auf der Unterseite war es viel zu langsam und viel zu wenig, was da gehandelt wurde. Also das ist, hat jetzt mit Stops als solch, also es lagen eigentlich keine Stops da. Es gab es wurden kaum Levels übersprungen, das heißt, wirkliche Stop-Orders lagen jetzt dort nicht. Weil ein Stop-Order ist immer so, wenn sie ausgelöst wird, wird die Marke direkt attackiert. Also entweder waren es extrem kleine Stop-Orders, wenn man es jetzt als Stop-Order bezeichnen möge, oder wirklich keine Stop-Orders. Positionsgröße aktuell im Dow Jones zwischen 5 bis 25 CFDs im Dow Jones. Kann man sich dann ausrechnen, 25 mal 19.200. Wie gesagt, mein Account ist 222.000, 19.200 mal 25 sind 480.000 Dollar durch 222.000, macht den Hebel von 2, also ist jetzt nicht. So, das ist eigentlich die Bewegung, die ich eigentlich haben wollte, jetzt nicht habe. Ah. Das wäre sie gewesen. Naja, gut. Jetzt das hier mal ausmachen. So, okay. Also erster Schub nach oben. Zahlen sind gerade rausgekommen. Mal schauen, wie der Markt jetzt hier zurückkommt und wie er sich am Tagestief oder am Intraday-Tief verhält. Und meine Idee ist trotzdem der Versuch, nochmal die Long-Seite zu erwischen, das heißt nochmal den Long zu traden. Ich passe jetzt auf, wie sich der Markt hier an diesem Tief verhält. Darunter bei 83 ist das Kassa-Tief, also das Tief des Dow Jones Kassa-Index, nicht des Futures oder des 24-Stunden-Dows. Ja, mal gucken, ob der Markt hier ein bisschen eindecken kann. Interessant, statistisch gesehen ist es hier oben, der Trade war einmal gut. Oftmals ist der Trade auch ein zweites Mal gut, wenn man so ein bisschen die Statistik herzieht. Also den Long Trade hier hätte man anders beenden können. Bis jetzt am Tagestief ausgestoppt worden. Ich habe gereicht, der zwischenzeitliche Move auf die 91 reicht aus, um dann direkt nach oben zu gehen. Er ist aber doch ein paar Punkte tiefer gefallen, geht jetzt nach oben. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob man hier jetzt noch überlegt, nochmal reinzuspringen.
Wir sind jetzt über dem Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze. Das ist die rote Kerze im Hintergrund, die man da so sieht. Und das Blaue ist dann die aktuelle, also immer die, also das sind beides die 5-Minuten-Kerzen. Man sieht aber auch rechts entsprechend die 5-Minuten-Kerzen vom Future. Die sehen ja identisch aus. Schön wäre natürlich die Eindeckung auf der Oberseite. Ich werde jetzt überlegen, ob ich, es ist ein bisschen tricky der Trade, aber direkt am Widerstand einzusteigen, Long. Bei 19.203 durch die 19.206. Also ich bin jetzt in einer Position schon long drinne, gerade bei 19.203. Ich weiß, der Trade ist ein bisschen tricky, denn wenn jetzt die Eindeckungen hier halt nicht direkt kommen und ich muss jetzt nochmal nach unten mitnehmen, dann wird es halt etwas unschön. Sollte der Markt ein bisschen ins Laufen kommen, dann kann ich das Risiko hier oben noch vertreten. Ziel wäre jetzt, dass wir Eindeckungen sehen durch die 19.209. Ja, dass der Markt jetzt, nachdem er das tief angehandelt hat, nun komplett nach oben wieder eindeckt und hier die Widerstände rausnimmt, weshalb ich jetzt hier oben während der 5-Minuten-Kerze den Trade hier mitgenommen habe oder die erste Position jetzt hier drinne habe. Optional kann ich hier auch nochmal überlegen, ob ich hier nach unten hin den Trade nochmal aufbaue. Ist ein bisschen gefährlich, wenn der Markt nochmal in Richtung einschlägt. Und dann, wie gesagt, das ist aktuell die Trading-Idee. Nicht so schön wäre, wenn der Markt jetzt bis 16:05 Uhr komplett hier unten bei 19.190 schließt. Wäre jetzt nicht so schön. Was meinst du, waren die starken Anstiege nach der Wahl von gestern vorwiegend Auflösung von Short Trades oder Aufbau von Long Positionen? Es waren meines Erachtens nach nur Aufbau, nur Schließen von Short Positionen. Also einen Long Aufbau von richtig guten Trades in der Kasse und auch das sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, da sehen wir viel, viel mehr Kontinuität im Markt. Das haben wir nicht gesehen. Wir haben einfach nur ein richtiges starkes Hochballern gesehen vorgestern. Nee, gestern. Am Montag. Ja. Und wenn jetzt einmal in der Kasse gekauft wird, dann gibt es das kleinere, feinere Kerzen. Wie gesagt, das sind, ist, da liegt der, steckt der Teufel auch so ein bisschen im Detail. Und das ist, sieht ein bisschen anders aus. Ja. Also gestern war ein ganz wenig kaufen, ja. Aber ich glaube, dass der meiste Teil durch Auflösen von Hedges, die vor dem Event gemacht wurden, gekommen ist. So, Markt kann sich auf der Oberseite nicht absetzen, also die Eindeckung kommt nicht. Das heißt, ich komme mit meiner Position logischerweise ins Hintertreffen. Ich kann vom Trade Management die Position auch noch weiter handeln. Also ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier unten am Tief denn die Position nochmal aufstocke. Wie gesagt, ich kann nochmal Richtung 10, 15, 20 CFDs hochgehen. Also ich habe noch eine zweite Position drinne, nochmal 5 CFDs gerade eben gekauft. Bei, um genau zu sein, bei 19.197,70. Das heißt, mein Schnittkurs jetzt für beide Positionen liegt genau bei 19.200. Sollte der Ausbruch, so wie ich ihn eingezeichnet habe, auf der Oberseite kommen, wäre es okay. Wenn nicht, muss ich gucken, wo ich jetzt, also was ich nicht sehen möchte, wäre, dass der Markt nochmal runtergeht, nochmal neues Tief macht und dann erst hochgeht. Das auszusitzen wäre jetzt wirklich nicht das Optimalziel für mich. Tendenziell ist für mich die 19.195 unten aktuell, oben ist die 19.200. Also wie gesagt, huch, wir haben hier ganz wenig Spielraum aktuell. Meine Idee ist, dass sich der Markt nach oben hin auflöst. Wenn er durch die 19.203 geht, ein bisschen eindeckt, ein bisschen kommt. DAX übrigens 10.750. Und sagen wir es mal so, wenn wir durch die 19.203 nicht durchgehen, dann habe ich das Problem, ich muss den Trade plus minus null auflösen, was ich eigentlich auch ungerne mache. Also es ist halt immer so, wenn ich den Ausbruch sehe bei 19.203, löse ich dort ungerne Position auf plus minus null. Und weil ich dann halt den Ausbruch sehe. Aber oftmals ist es auch durchaus die richtige Variante. So, was wir jetzt hier im S&P so ein bisschen sehen ist, das Buch ist extrem dick geworden wieder. Also wir haben in Summe auf den nächsten 8 Ticks über 10.000 Kontrakte. Der Markt eiert extrem stark rum.
Wir haben sowohl auf der Oberseite sehr viele Limits drinne liegen, wie auch auf der Unterseite. Also das bleibt genau dieser Pendelmarkt von A nach B. Ich nenne diese Methode so ein bisschen Schrotflintentaktik. Also eigentlich kann man egal wo einsteigen. Entweder wird man gleich bedient oder etwas später und man legt einfach so, man haut die Position irgendwo rein, so banal wie das auch klingt. Aber mit einem entsprechenden Spielraum und einem entsprechenden Take-Profit wird man in so einem Hin- und Her-Markt sowieso immer rausgeholt. Ja. Also im Gewinn. Also man braucht einen weiten Stop für sowas. Ja, weil der Markt geht halt 10 Punkte hoch oder 5 Punkte hoch, 5 Punkte wieder runter, 5 Punkte wieder hoch. Und wenn man da irgendwo seine Orders reinlegt, dann kann es hier entsprechend dazu kommen, dass wir dann irgendwann wieder bedient werden im Gewinn. Ja. Ich weiß, dass das absolut nicht schön ist. So, DAX, wie gesagt, über 10,57. So, was uns ein bisschen fehlt im Dow Jones vom Eindecken her ist, weil vielleicht, wenn man hier nochmal das sieht, uns fehlt sozusagen der Move durch das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze. Das fehlt uns ein bisschen. Und da brauchen wir jetzt ein bisschen Push. Der S&P hat es gemacht, ist durch seinen Volume-Low-Bereich durch die 2204 gelaufen. So, und ich habe jetzt das Problem, wenn der entscheidende Move durch die 19.203 nicht kommt und der S&P wieder nach unten fällt, dann fällt auch der Dow wieder nach unten, was wieder heißt, dass mein Trade mehr oder weniger eigentlich nur im Minus rumeiert. Ja, ich brauche sozusagen diese eine Minute lang durch die 19.203 und dann ab dafür vielleicht 3, 4, 5 Punkte, mehr muss es ja gar nicht sein. Und ansonsten habe ich nur die Option, den Trade entweder weiter hier unten aufzustocken bei 95 und darauf zu setzen, dass wir nochmal an die 203 laufen. Oder ich muss den Trade dann halt irgendwann mal im Minus beenden. Also, Dow nicht geschafft, wieder das Hoch, an das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze ranzugehen. Ja, hätten wir mal lieber Long im DAX gehandelt. Ja, ist so ein bisschen, ist trotzdem für mich auch schwer zu traden, das Ganze. Ich habe damit immer auch so ein kleines Problem, am Nachmittag den DAX als solches zu traden. Das sieht vielleicht hier und da noch ein bisschen besser aus, aber die Rücksetzer sind auch nicht zu verachten. Ja. So, ich gucke mir jetzt mal, ob ich jetzt überlege, dass ich nochmal mein Long ein bisschen, oh, mir geht es am Bauch heute rum, dass ich mein Long noch ein bisschen aufstocke. Hier unten vielleicht bei 95,96. Gefahr ist halt, wenn es dann doch mal noch einen Move gibt, ja, muss ich unter Umständen etwas aussitzen. Ich mag es eigentlich im Trading nicht. So, wie spät haben wir es denn? 10:09. So, ich habe mal Take Profit runter auf 3 Punkte genommen. So, S&P kommt wieder an die 2202. So, ich habe noch mal 5 CFDs rein. Das heißt, ich trade jetzt einfach die Aktion, das ist die Aktion nach unten und ich trade sozusagen die Reaktion jetzt. Take Profit bei dem Trade hier gerade mal 23 Euro. Das heißt also nur vom Tief aus nach oben nochmal weg. Das Risiko, wie gesagt, kann höher sein, wenn der Move jetzt wirklich läuft. Aber wenn es jetzt so auch wie im DAX läuft, ist es durchaus so, dass es immer nach einer schnellen Attacke auf der Unterseite immer sehr oft die Gegenbewegung gibt. Wie vorhin jetzt auch, der Markt fällt hier runter 10 Punkte und danach geht er wieder entsprechend dann doch wieder 17 Punkte nach oben. Das ist auch schwer zu traden, weil wenn man als Anleger immer denkt, oh Gott, jetzt fällt er unten durch, dann kriegt man absolute Panik.
Aber vom Verlauf her muss ich dem Markt das unterstellen, dass er einfach sich nicht stark vom Fleck wegbewegt, weshalb ich hier diese Trades so handeln kann. Ich weiß auch, welcher Gefahr ich mich aussetze. Wie gesagt, das Risiko ist mir dessen schon bekannt. Hier gehört auch eine gesunde Portion Marktfeeling dazu. Ist nicht immer ganz so gut, aber wenn es so halbwegs passt, bekomme ich da eigentlich immer einen ganz guten Trade. S&P hat jetzt schon ein bisschen Druck auf der Unterseite. So, ich versuche jetzt gleich noch eine Position reinzunehmen, ungefähr bei 87 oder 83. Sobald ich sehe, dass sich der S&P am Tief nicht mehr weiterkommt, und sich nicht mehr weiter nach unten durchfressen kann, werde ich versuchen, den Long nochmal aufzubauen. Jetzt habe ich nochmal eine Position reingenommen im Dow bei 19.190,7. So, ich mache hier die Zeichnung weg. So, Gesamt minus jetzt 125 Euro, Schnittkurs 19.196. So, jetzt geht es nochmal runter. Jetzt muss ich gucken, dass ich einen nochmal raus tue. Und den dann unter dem Tief vielleicht nochmal einnehme. Mit so viel Aufwand da nach unten zu gehen, das ist auch aller Ehren wert, ey. So, noch eine letzte Position rein. Genau am Tagestief, also kurz durchgerutscht, der Gegenimpuls. Die unterste Position ist raus im Gewinn mit 14 Euro. Wenn jetzt die Eindeckung kommen, könnte jetzt der Markt hier nach oben, ein Stück nochmal nach oben gehen. Schnittkurs 19.196,2. Das heißt also hier oben. Also der unterste Trade ist im Plus raus mit plus 3 Punkte. Ja, und hier oben wären wir plus minus 0. Ich mache mal den Strich dahin. 19.696. Hier oben bin ich plus minus 0. Das heißt, vom Risikomanagement alles okay. Und wenn wir da hochgehen, wäre es schön. Und wenn wir noch das Hoch der letzten 5 Minuten Kerze dort rausnehmen, wäre es umso schöner. Dann könnten jetzt die Eindeckung kommen. So. So, hochletzter 5 Minuten Kerze wäre sozusagen das Minimumziel. Ups. So. So, jetzt müssten die ersten Trades gleich rausfliegen noch. Also das mache ich halt schon relativ ungern. In so einer Range kann man es machen, aber auch hier, der Dow schafft es nicht, das Hoch einer letzten, der muss zwingend das Hoch dieser letzten 5 Minuten Kerze rausnehmen, sonst muss ich den Trade da oben schon beenden. Ja, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, aber gut.
Okay, also wir müssen hier umswitchen. Wenn der per Du nicht das Hoch einer letzten 5 Minuten Kerze ordentlich rausnimmt, sind wir zu sehr in einem möglichen Trend involviert. Zwingend, wir müssen zwingend das Hoch rausnehmen. Das heißt, mindestens 2 Punkte überschreiten das Hoch der letzten 5 Minuten Kerze. Ansonsten haben wir einen Zonk. Wenn der das nicht schafft, eiert der ganz, 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 ganz langsam Schritt für Schritt nach unten. Die Eindeckungen gehen erst los über dem Hoch dieser letzten 5-Minuten-Kerze. Ab da ballert der Markt erst ein bisschen durch. So, genau dran. Und manchmal läuft er, wie gesagt, genau dran, nicht weiter. Jetzt haben wir plus minus 0. Ich möchte den Trade aber nicht plus minus 0 eigentlich glattstellen. Ich möchte gucken, dass wir dort einen Punkt durchkommen. Wenn wir dort durchkommen und es kommen ein paar Eindeckungen, wäre es halt richtig cool. Wir sehen aber jetzt hier auf der Kaufseite viele Käufer, 157 Kontrakte auf der Oberseite. Jetzt muss knallen. Und wenn es knallt, dann darf es direkt hier einmal durch. Wenn es nicht knallt, wie gesagt, muss ich da oben raus. Gut, dann nehme ich den kleinen Verlust in Kauf. Es sind jetzt nur noch 31 Euro. Also so 100 Euro minus wird dann. Die Überlegung ist jetzt die, im schlimmsten Fall muss man nämlich sonst bis komplett nach unten weghalten. Wieder. So, jetzt komm. Ans Hoch, ein Tick dran, drei Kontrakte getradet. Am Hoch. Einmal durch, leicht. Och, da fehlt ein lächerlicher Punkt. Ich werde doch wahnsinnig. Ein Punkt hat mir gerade gefehlt für meinen ersten Take-Profit da oben. Also ich habe eine Position noch rausgenommen, gerade eben. Jetzt muss ballern. Puff! Ja, genau so. So, in der Mitte den habe ich auch rausgenommen. Ich habe jetzt nur noch den obersten und den untersten Trade drinne. Und den untersten Trade, da habe ich den Take Profit weggeschoben. Das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Der unterste Trade, der hier noch drinne ist, wo ist er denn hin? Und zwar der von 19.190. Eindeckung, Jungs. Das heißt, mein Schnittkurs ist jetzt 19.197,20. Ach, da hätte jetzt dranbleiben müssen, aber der S&P hat halt auch nicht mitgemacht, der Hund. Ja, der wieder zu schnell nach unten. Mensch, Meier. Was für ein Affentheater. So, jetzt beim nächsten Anziehen der Kurse, wie gesagt, interessant wird es jetzt, wenn wir erneut wieder rechts im Future auf die 90 gehen und nochmal an das Hoch schaffen sollten. Der S&P muss jetzt hier mitmachen, der muss jetzt noch ein Stück steigen. So, damit man das vielleicht nochmal ein bisschen besser sieht. Also, come on. Also am liebsten würde ich hier oben den obersten Kontrakt bei 19.203 plus minus 0 beenden und den anderen so ein bisschen noch durchhalten, damit ich wirklich von da unten aus long bin. So, wir sind genau am Hoch dran gewesen, wenn es da jetzt nicht durchgeht. S&P ist sehr, sehr schwach, seht ihr das? Ich glaube, ich verabschiede mich. Wenn der S&P da nicht kommt. Das ist nichts. Kommt der Herr S&P oder kommt er nicht? Also oben links sieht man die Gesamtposition, was hier plus minus 0 bin. Durch die Teilverkäufe habe ich unten rechts 20,16 € als Gewinn jetzt aktuell.
Ich habe so im Gefühl diese lange Bewegung. Fühlt ihr die? Diese lange Kerze nach oben. Ich sehe sie, aber manchmal sehe ich die auch und sie kommt halt ewig nicht. Oh Mann, was für ein Nerv. Dran gelaufen, nicht durchgelaufen, Markt geht wieder runter, S&P kommt einfach nicht nach oben durch. Jetzt habe ich sie aus welchem Feld gezogen. Warum sieht man nicht mehr die ganz normal, man sieht doch eigentlich normal die ganz normal geöffneten Trades, die sieht man doch eigentlich auch hier immer in so einem Chart. Die sieht man doch eigentlich in jedem Chartfenster oder nicht? Oder bin ich doof? Weil das eigentlich die geöffneten Chart oder Trade euch zeigen. Egal, ich hau jetzt den Trade, wie spät haben wir es? 16:23 Uhr. Ich hau den hier plus minus null gleich raus jetzt. So, S&P ist am Hoch der 5-Minuten-Kerze, letzte Chance. So, jetzt kommen von unten den Limit Buy Order bei der 90 im Dow Future. Jetzt zeigt doch mal, was hier in dir steckt, lieber Markt. Jetzt hat er die auch noch weggehandelt, der Hund. Da fehlt nur diese eine lange Kerze. Wahrscheinlich wartet der wirklich so lange, bis ich jetzt verkaufe. So noch 30 Sekunden für die letzte 5-Minuten-Kerze. Die werden jetzt entscheiden werden, ob wir das Hoch dieser letzten 5-Minuten-Kerze rausnehmen oder nicht. Also hier dieses Hoch. Das Hoch dieser 5-Minuten-Kerze. Wenn wir das rausnehmen und da kommt vielleicht was nach, wäre es okay. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann geht das den ganzen Schmutz wieder nach unten. Ihr seht das ja, wie nervig die Kerzen hier sind. Ja. Sowas, also manchmal ist es echt auch nervig, ne, das Trading. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja erstmal bis jetzt so leichtes Plus. Wissen wir jetzt noch, so, jetzt erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze. Jetzt darf es nochmal Action geben. Das Ordervolumen, das geht auch völlig im Keller eher. Was haben wir denn hier an Kontrakten? 1700, 1077 Kontrakte. Oh Gott, ey. Nervt doch nicht, ey. Jetzt muss ich nochmal neu aufbauen. Also mit 200 Kontrakten hat man den Dow gerade um genau 10 Punkte nach unten gekriegt. Mit 200 lächerlichen 200 Kontrakten. Das ist doch nervig. Also hier habe ich jetzt schlecht reagiert. Also ich hätte den Trade, ich habe so lange gewartet und ja, ich hätte den Trade hunderte Male mit 2,66 € beenden können, habe es nicht gemacht. Jetzt hängen wir 60 € wieder hinten.
Ich war jetzt über, ich überlege, ob ich jetzt hier bei 91 bis 93 nochmal 5 CFDs reinnehme und die bei 97 beende. Das war jetzt so meine Idee. Und ich kann mich auch nicht entscheiden, hier nochmal das Risiko hochzunehmen. Ganz ehrlich. Kann ich mich noch nicht so dafür begeistern. Der S&P, der nervt mich ein bisschen an heute, dass der so schwach ist. So, S&P ans letzte Tief gefallen. Kommt jetzt wieder ein Stück hoch. Mal sehen, ob ich am Tief oder beim neuen Tief dann nochmal den Trade hier aufskaliere auf 20 CFDs. Also wenn es ein Range-Markt ist, kann man das auch weiter so handeln. Mittagspause ist erst ab 18 Uhr. Ab 18 Uhr. Mittagspause haben die noch nicht. Die haben ja gerade mal eine Stunde gehandelt. Die haben jetzt eine Stunde gehandelt. Da haben die noch keine Mittagspause. Die haben gerade Frühstück. So, ich habe noch mal. So, ich habe noch mal 5 CFDs drinne. Erste Minute geht ja mal ganz gut nach oben. Take Profit nur 5 Punkte. Entry ist jetzt unten bei 19.195, also hier unten bin ich plus minus 0 bei 95,20 ungefähr. So, mal gucken, S&P steigt eigentlich ganz gut, der Dow hängt so ein bisschen hinterher. S&P hat das Hoch der letzten 5 Minuten Kerze schon erreicht. Ja, ist ein richtiger Koma-Markt, ey. Aber wenn man jeden Tag Geld verdienen möchte am Markt, ja, muss man halt auch überlegen, ob man an solchen Märkten tradet oder nicht. Oder ob man, ja, also man muss nicht zwingend handeln. Wie gesagt, die Marktphase ist, oder der Entry sah jetzt gar nicht so verkehrt aus am Anfang. Ich kann die Position aufgrund meines Risiko-Money-Managements hoch und runter skalieren. Das ist auf alle Fälle machbar. Wenn jetzt hier oben der erste Entry mit plus 5 rausgeht, kann ich mir nochmal ein paar Euros weiter sichern. Und auf der Plusseite und versuchen den Rest wieder plus minus 0 rauszukriegen und so weiter und so fort. Aber auch durchaus die Möglichkeit, einfach plus minus 0 mal rauszugehen, ist auf alle Fälle eine ganz gute Option, sage ich jetzt mal. Also Take Profit jetzt von der einen Position hier ein bisschen plus 5 Punkte von der unteren. Zack, ist er draußen, oder? So, jetzt haben wir wieder nur noch 10 CFDs drin, also so, jetzt geht es ordentlich ab wie die Feuerwehr. Na da. So, also hier haben wir jetzt eine Position. Ich muss mal hier. Oh ja, das ist schön. Ah ja. So, wartet, jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. Kommt die oberste plus minus 0.
kommen noch, oh, 100 CFDs, 100 Kontrakte getradet. Ja, das ist der Eindeckungsmove, auf den er die ganze Zeit gewartet. Und wenn der jetzt noch durchgeht, dann sind wir unten long positioniert, was natürlich extrem interessant ist. Jetzt, oh Mensch, oh, 130 Kontrakte da oben, das ist für heute schon richtig viel. Aber wenn es da durchgeht, dann ballert's noch ein bisschen. Ballern! Sobald ich hier ein Plus sehe, so, ich habe die oberste Position, die schlechteste Position plus minus null raus und man sieht es jetzt so schlecht leider. Wir sind jetzt hier unten noch positioniert bei der 91, haben jetzt noch, da sind wir 12 Punkte jetzt mit dem untersten Kontrakt drinne. Aber ich weiß nicht, warum man das so schlecht, warum man das halt hier nicht sieht, ich weiß es nicht. Irgendwie, seitdem ich hier was installiert hatte, sind meine Striche weg. So, ich mache mal hier kurz die Zahlen hier aus. So. Also wir sind jetzt mit einer Position, ich weiß nicht, warum ich mir das nicht mehr anzeigen lassen kann, aber hier unten sind wir investiert. Da unten ist eine Position da unten drinne. Da. Und jetzt kommen die Eindeckungen dieser einen Position. Und jetzt ist schön, wenn es jetzt durchläuft, hier oben machen wir mal Take Profit rund auf TP, machen wir mal Fixed Cash Target. Cash Target 100, 102 Euro. So. Also das wären jetzt 100 Euro plus von der letzten Position, die ich bei 19.190 drin habe. Ansonsten, wenn der jetzt hier runterfällt, den Stop-Loss können wir auch mal nachziehen. Break-Even, also ich lasse das Ding jetzt nicht nochmal grob ins Minus fallen. Das ist mal ausgeschlossen. Zack. So. Also Stop-Loss genau an den Ausbruch dran, da wo ich eh den Trade beendet hätte, nämlich vorhin bei 97, da habe ich jetzt den Stop-Loss hingesetzt und das hier oben ist jetzt Zugabe. So, schöner Eindeckungsmove im S&P und auch im Dow Jones jetzt. Und jo. Also wir haben, ich werde den Trade dann auch gleich nochmal erklären. Was haben wir jetzt in Summe im Konto? 42,54 Euro sind wir bei um die 100 netto. Ist jetzt nun auch nicht die Welt. Vielleicht, wenn wir hier oben das kriegen, hätten wir 150 plus. Also 102. Hätten wir 142 Euro plus, 141 Euro plus. So ungefähr. So, wir schauen jetzt mal, ob noch was nachkommt. Wenn nichts nachkommt, ich mache mal hier nochmal einen Teilverkauf. Ach komm, also entweder 100 oder 32. So, eins von beiden. Wer will, kann natürlich auch das da oben closen. So, wir haben zumindest mal positiv ist, wir haben im Dow im 30-Minuten-Chart das letzte Hoch rausgenommen. Also auf die Eindeckungskerze, also diese Kerze, wenn die jetzt noch ein bisschen geht, die noch nachfolgend was kommen könnte, dann ist das die, auf die ich eigentlich schon davor gesetzt habe mit meinem ersten Entry. Also bis an die 19.209. Aber scheinbar ist das jetzt. Also typisch Amis wäre unter Umständen, also das weiß man ja nicht, aber wenn ich jetzt hier mal den 5-Minuten-Chart ganz groß nehme. Also eine Variante ist wirklich der Markt, der löst das auf und geht wirklich sukzessive bei sowas nach oben. Genauso, wir haben es ja davor schon hunderte Mal gesehen. Wäre es genauso nicht verwunderlich, wenn der Markt komplett nach unten wieder runter geht. Dadurch, dass ich mein Trade als solches in trockenen Tüchern habe, versuche ich mir einfach nur mal die Option offen zu lassen, eventuell drin bleiben zu können, falls nach einer 5-Minuten-Kerze eventuell noch eine zweite 5-Minuten-Kerze nach oben geht und wir am Ende jetzt das Tagestief hier kaufen könnten. Mehr ist es nicht. Ja. Also, ich weiß, dass der Markt, und ich würde mich jetzt auch nicht ärgern. Klar weiß ich, wenn ich hier oben den Trade beende, dann bin ich besser dran. Es ist wirklich gesagt nur die einzige Option, falls der Markt eine Order sieht, die bis vielleicht, wenn es jetzt um 16:40 Uhr hin nochmal ein Stück höher geht, dass wir durchaus in so einer Art V-Formation das Ganze nochmal nach oben durchkauen. Also das heißt, der Markt hat jetzt das Intraday-Tief nun so lange angehandelt. Kommt da eventuell nicht nach unten durch. Jetzt kommt so ein bisschen die Eindeckung und falls hier eine Kontinuität nachkommt, könnte es so nach oben gehen. Und wir sind so gesehen oder waren hier unten positioniert am Tagestief oder am Intraday, alten Intraday-Tief, muss man sagen,
von heute, was war das, 9:30 Uhr. So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bin ich schon draußen. Nee, noch nicht. Noch 2 Punkte, 2 Pips noch weg vom Stop. Ja. Drei Punkte, da seht ihr das, 2 Punkte. Vielleicht muss er mich auch knapp ausstoppen, damit es dann steigt. Ist auch so typisch. Aber gut. Aber ich bin nicht mehr bereit. Ich war 70 vorne, also ich bin nicht bereit, mehr herzugeben. Also man könnte natürlich auch den Stop plus minus null lassen, sagen, ja, entweder oder. Aber trotzdem möchte ich mir einfach da noch ein bisschen was sichern. Also, und der Markt hat nur genau seinen Widerstand angelaufen. Also das, was wir hier im 30-Minuten-Chart auch hatten heute, der Durchbruch, nur genau angelaufen, nicht weitergelaufen. Wenn er optional weitergelaufen wäre, dann wären hier auch die 100 € mit dem Trade möglich gewesen. So, jetzt bin ich raus. Buff. Na gut, dann halt nicht. Ja, aber wie gesagt, diese Option wollte ich mir einfach offen lassen, ob es passiert, ja oder nein. Ja, und man kann aber jetzt hier trotzdem schauen, falls wir die 19.191 halten, glaube ich schon, dass der Markt irgendwann mal nochmal ein bisschen nach oben geht. Genauso kann er auch nach unten gehen. Also das, was wir jetzt rein vom Trading her gesehen haben, nenne ich immer so ein, ich habe im Verlust nachgekauft, aber dieses Rein- und Rausmischen führt am Ende dazu, dass ich mir hier Zwischengewinne sichere, damit mein Portfolio ein bisschen nach oben hole und immer wenn ich es wieder schaffe, in einem rücklaufenden Trade auf- und abzubauen, kann ich so, mich sozusagen es hinbekommen, dass ich mein Original-Trade, den ersten Trade, mir, dass ich den, wenn ich den im Plus schließe, dass ich dort einfach am Ende einen Gewinn erreichen kann, den ich sonst mit einfach nur halten nicht erreichen würde. Ja, die würde ich halt sonst nicht erreichen. Gut, das ist natürlich jetzt heute auch kein toller Gewinn, aber für die Marktphase ist es auf alle Fälle für mich okay. Das heißt, ganz, ganz wichtig war, dass man jetzt sieht, dass ich heute im Trading sozusagen innerhalb meines Risiko-Money-Managements im Verlust nachgekauft habe. Warum kann man das machen? Ich zeichne noch mal so ein bisschen diese Marktphase auf. Das heißt, ganz grob, der Markt kommt hier runter, handelt ein Tief an und macht hier einen Ausbruch. Und dann kommt er wieder hier ganz runter, macht ein neues Tief, nochmal hoch, macht nochmal ein Tief und dann hier so hoch. Ja? So. Gut, also das ist so ganz grob die Phase. Was habe ich gemacht? Ich habe hier oben einen ersten Long Trade gehandelt, der direkt so durchlaufen sollte, wie das, was der Markt jetzt hier etwas später gemacht hat. So, ich zeichne jetzt mal mit grün nochmal zum Ende hin meine Trades ein. Das heißt, das war mein erster Trade, den ich gemacht habe. Dann konnte ich hier an der Unterstützung, habe ich noch einen Trade gehandelt, ganz grob. Und dann hier nochmal beim Tagestief habe ich auch nochmal einen Trade gehandelt. Diese Trades habe ich hier im Gewinn abgebaut. Hier waren zwei Trades drin, den habe ich drinnen gelassen, den einen habe ich die Trades abgebaut. Das heißt, ich habe mir hier mit diesen Trades Gewinne gesichert, durch diesen Nachkauf auch senke ich logischerweise innerhalb meines Risiko-Money-Managements den senke ich mir den Einstiegskurs. Ja? Das heißt, ich kann immer überlegen, ob ich bei so einem Trade das Ding auch plus minus null glatt stelle. Mache ich zwar ungern, aber manchmal ist es auch ganz gut. Ja? Wenn man trotzdem dann das ganze Ding plus minus null klatscht. So, jetzt geht der Move hier dann doch noch ein bisschen weiter. Und dann schauen wir uns mal gerade noch mal an, bevor ich noch mal weiter erkläre. Also, ja, das sind jetzt die Eindeckungen so ein bisschen, die hier laufen. Es läuft halt nicht schön. Schöner wäre es gewesen ohne diese 5 Minuten Rücksetzer, sondern am Stück. Ja, also die eine 5 Minuten Kerze weggedacht, dann wäre das hier genau mein Trade gewesen. Ja, manchmal Trading heißt halt nicht Recht haben, sondern Recht haben zur richtigen Zeit. Das muss man halt immer bedenken. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe den Trade hier sozusagen glattgestellt. Dann kommt der Markt runter. Ich konnte hier dann nochmal die Position nochmal aufbauen und konnte dann sozusagen die Position richtig lang laufen lassen. Die war hier oben im Plus. Ah ne, wir sind ja hier ausgestoppt worden. Hier wurde dann die Position ausgestoppt, die hier ausgestoppt und die andere hier vorne. Ja. So, und dadurch, dass ich hier zwischendrin Gewinne gemacht habe, ziehe ich mir sozusagen auch den Entry nach unten von dieser Position. Ja, als Beispiel, mit dem mache ich, ich denke mir jetzt ein paar Zahlen aus, 20 € plus, mit dem 20 € plus. Das heißt, wenn ich diesen letzten Trade mit minus 30 € beende, ja, mit minus 30 € und dagegen die beiden nachgekauften Trades mit plus 20 sehe,
habe ich am Ende trotzdem plus 10 € verdient, als Beispiel. Ja. Weil in Summe, wenn man das als Eintrade zählt, wären es am Ende immer noch plus 10. Wichtig für mich, hier unten der Stop lag im Bereich von minus 200 bis minus 600. Also das heißt, ich glaube, wir waren hier mal minus 125 € oder irgend sowas oder 105, lass es minus 150 gewesen sein. Also alles noch im Rahmen der Möglichkeiten. Klar ist, wenn ich dadurch, dass ich Position abbaue im Gewinn, nur kleine Gewinne mitnehme, Ziel ist es jetzt nicht, die Position so oft zu skalieren, dass man die komplett durchhält, ja? Sondern es ist ein Risiko aufbauen im Rahmen seiner Regeln. Ja, also wenn man hier unten das Risikoprofil sieht, also das Risikoprofil mal bei 0, ja, dann wird das Risiko hier aufgebaut, dann wieder abgebaut, auf einen Kontrakt wieder aufgebaut und hier wieder abgebaut. So, das ist die Kurve vom Risiko. Ja. Ja. Okay. Also wichtig, und das ist das, was wirklich wichtig ist, ich habe nicht nachgekauft sinnloserweise im Sinne von ich guck mal hier und mal da, sondern es ist ein Regelwerk da hinten, was in so einer Range, die wir heute gesehen haben, zu, ich sage jetzt mal einfach, zu 80% immer funktioniert. Es funktioniert nur dann nicht, wenn sich die Marktphase ändert und wir diese Range verlassen. Das heißt, selbst ein Short-Trader, der hier unten drinnen short ist, kann sogar sein, dass er hier eventuell später nochmal in Gewinn kommt, wenn der Markt es nicht schafft, seine Richtung komplett zu ändern. Ja. Ganz genau richtig. Also, deine Strategie funktionierte heute im Seitwärtsmarkt. Ist diese Strategie nicht so gefährlich, wenn sich ein Trend bildet? Genau. Selbst beantwortet. Das funktioniert nur heute. In einem Trend ist das natürlich katastrophal. Kann man, ist ja auch ganz logisch. Deswegen, das ist ja auch das, was ich in meiner dreimonatigen Ausbildung da ja vorhatte, was ich jetzt wahrscheinlich aber nicht mehr machen werde, solange sich da nicht entsprechende Leute dafür finden. Ja, aber das ist auch das, was dass man halt immer, je nachdem, wie die Marktphase ist, je nachdem, wie die Struktur ist, muss ich mich immer an das Marktverhalten anpassen. Und ich kann diesen Nachkauf nur machen, wenn das so aussieht. Wenn ich in einem Trend das Ganze mache, das heißt, wie würde man es in einem Trend machen? In einem Trend, wie würde ich es da handeln? Das heißt, ich würde hier long gehen, genau, ich würde hier long gehen, nochmal long gehen, hier long gehen, genau, so. Ja, das heißt, ich würde hier unten antizyklisch long handeln, ja, also hier einen Long Trade aufbauen, dann geht der Markt ein Stück hoch, dann fällt er tiefer, nachdem er wieder zurückkommt, baue ich hier auch nochmal long auf und hier unten an der Unterstützung auch nochmal long auf und wenn dann der Markt hier durchhaut, dann habe ich hier natürlich das Problem, dass der Markt dass ich hier einen Stop habe, aber der Stop selbst, der liegt ja im Rahmen, also der wäre ja im Rahmen meines Risiko- und Money Managements, also meines persönlichen gewesen. Und der sollte auch dort liegen, dass auch jeder andere Trade der drei Positionen handelt. Das heißt, man sollte in Summe handeln, dann, wenn man sowas schon handelt, immer ein Drittel, zwei Drittel, drei Drittel zum Beispiel. Das heißt, alle drei Positionen zusammen ergeben eine Position. Das heißt, wer vielleicht original mit 10 CFDs handelt, mal als Beispiel, könnte hier überlegen, ob er hier 3 handelt, hier 3 handelt und da 3 handelt. Oder von mir aus der letzte 4. Ja. So kann man es machen. Ja. Ja. Und das geht nur heute. Nur heute. Das, was ich gezeigt habe, ist nur für das, was heute Phase ist. Für alles andere kann man das nicht anwenden. Ja. Und das muss man halt lernen. Wann wende ich was an? Wie gesagt, der Gewinn ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben es vom Risiko trotzdem einigermaßen herbekommen. Ich ändere mal hier nochmal vom Indikator schnell die Farben. Oder wo ist es denn jetzt? Nee, habe ich doch den verkehrten gelöscht. Ja, den auslöschen. So, nochmal schließen. Oder das Indikator. Wo ist er denn hin? Zick. So, machen wir das mal hier ein bisschen dunkler.
Wie gesagt, ich muss den MetaTrader wahrscheinlich nochmal neu installieren. So, also, ich lösche mal vielleicht hier dahinter, damit man es auch nochmal ein bisschen einfacher sieht. Das nochmal lösche ich hier auch nochmal. Lösche ich nochmal und jetzt haue ich hier auch noch das Gitter raus. So, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen klarer, das Bild. So. So, ich mache es einfach mal gesamt auf dem großen Bildschirm. So. Also, erster Trade im Plus. Zweiter Trade, hier wusste ich noch nicht, wie der Markt so richtig tickt, deswegen im Minus raus. Am Ende, das ist der Fehler. Hätte ich hier unten oder etwas höher am Tief einen Long reingebaut, hätte ich den gesamten Trade im Plus bekommen können. Dann habe ich hier als nächstes auf diesen Eindeckungsmove gesetzt. Das ist der Trade, der ist mit minus 1 Euro rausgenommen. Dann kommt der Markt zurück und hier unten kann ich wieder durch das Aufbauen des Risikos entsprechend hier die Trades mit Plus beenden. Das führte dazu, dass zur gleichen Zeit mein Depot, obwohl ich hier unten Risiko hatte, wieder ins Plus kam. Dann dieser eine Trade, dann hier noch ein Trade, den ich hier unten im Plus geschlossen hatte. Nee, hier mit 31 Euro und den hier. Ja, so hier war, also der ist mit Take Profit raus. Ja, wenn man den zum Beispiel den untersten noch länger hält, denn wenn ich den untersten hier gehalten hätte, dann wären das hier sogar vielleicht 100 Euro gewesen oder 60 Euro. Und das hier war die Option. Den hätte ich hier auch war das der letzte? Nee, der letzte war 32, sorry, so rum. So. Also den Trade mit 31, den hätte ich hier auch mit 60 schließen können. Dann wären 30 Euro mehr gewesen, das weiß ich. Ja. Aber wie gesagt, ich habe hier ein bisschen auf die Eindeckung gesetzt. Also da sieht man jetzt nochmal hier vielleicht im Detail, wie ich um das Tagestief, das Intraday-Tief, einen Trade auf und abgebaut habe. Und das halt mit einem Gesamtstopp, der halt irgendwo hier unten lag. Hier unten liegt dann dieser gesamte Stopp. Ja. Ein CFD heißt bei JFD 1 Punkt 1 Dollar oder ist das im Future nachgebildet? Nein, ein CFD ist 1 Dollar. Also ich habe immer 5 gehandelt. 5 CFDs entsprechen ja ungefähr ein Kontrakt. Ein Kontrakt im Dow Future entsprechen ja 5 Dollar pro Punkt. Das heißt, ich hatte hier in der Summe, wenn ich es jetzt im Future getradet hätte, 3 Kontrakte getradet. Ja, also. Natürlich, in der Nachbetrachtung wäre es optimaler gewesen. Also man kann ja auch an sowas die Fehler feststellen. Also noch optimaler wäre es gewesen, den untersten Trade hier oben zu beenden, sage ich jetzt mal, vielleicht mit plus 50 Euro. Ja, das heißt, dann wären es nochmal 20 Euro mehr gewesen oder 30 Euro, den hier mit 60 beendet und schon wäre das Ergebnis für das Risiko auch noch wesentlich besser. Aber manchmal ist halt auch so, wie gesagt, das ist... Ja, also ich bin trotzdem, ich finde es okay, dass ich hier unten das Risiko aufgebaut habe, sofort wieder raus. Es geht nur darum, wenn es halt gut läuft, dass ich hier unten mal kurz Risiko nehme und im Idealfall den so bedient bekomme. Ja, das war hier Take Profit nur 3,2 Punkte. Ja, also den jetzt in der Nachbetrachtung hätte ich lieber schon nun da oben beendet, aber da bin ich manchmal auch ein bisschen, ich bin so oft ein Optimist, ja, in meinem Trading auch. Gut. Jetzt muss man halt überlegen, wie weit kommt der Markt wieder runter. Wenn er runterkommt, macht man das Ganze nochmal. Also wenn das heute funktioniert, funktioniert das relativ lange. Und es wird heute die ganze Zeit so gehandelt. Auch die Pros, also wer sich mal wer mal die Chance hatte, vielleicht auch mal so einen professionellen Trader zu sehen, der mit mehreren Kontrakten tradet oder einen Hedgefonds oder nicht unbedingt jetzt einen Hedgefonds, aber einen größeren Trader, sie fangen immer an, Positionen raus und rein zu drehen. Und das ist halt das, was ich hier auch mache. Das geht natürlich immer nur, wenn man das auf sein Gesamtrisiko abschätzt. Deswegen liegt ja auch mein erster Stop hier bei 30 Punkte. Ja, das ist ein Maximum-Stop, 30 Punkte, der aber fast nie geholt wird, weil ich halt vorher rausgehe. Aber da weiß ich ungefähr, der Stop ist unverrückbar. Wenn es den zieht, dann weiß ich, ich habe mit drei Positionen maximal 450 Dollar Minus. Ja. Hallo Herr Behrendt, gehen Sie in Ihrer Ausbildung CD zum Kauf auch auf die Strategien ähnlich wie hier ein? Nein. Die CD und die ganzen Webinarmitschnitte, die ich habe, also ich empfehle Ihnen nicht die CD zu kaufen. Ich empfehle Ihnen den Mitschnitt zu kaufen, der ist aktueller.
Ich gebe Ihnen mal den Link dazu, wenn Sie, wenn Ihnen das, also die Sache ist die, ich habe halt früher öfters noch gedacht, dass wenn ich jemanden das Setups sage, was man tradet, dann kann er es. Aber das Problem ist, dass die meisten das Setup verkehrt anwenden. Also gerade wie wir das Thema hatten, manche würden jetzt eventuell genau dieses Rein- und Raus-Skalieren der Positionen vielleicht in einem Trend anwenden, wo es, wenn man gegen den Trend arbeitet, extrem gefährlich halt ist. Ja. An der Stelle 16,31 hätte man doch einfach aufgrund des Dreifachtiefs long gehen können. Da ist die Frage, ob man das Dreifachtief so sieht. Und wir waren ja vorher positioniert. Ich bin ja auch hier an diesem Dreifachtief long gegangen. Da sieht man es. Vielleicht sieht man es jetzt nicht ganz so gut, wenn der Bildschirm so ein bisschen geknetscht ist. Hier bin ich ja, also ich bin einmal hier long gegangen, da wo der Pfeil ist, und das zweite Mal auch dort bin ich auch long gegangen. Ich habe das halt nur nicht bis da oben durchgehalten. Ich war ja hier vorne. Das ist mein, der schlimme Trade, der Fehltrade. Ja. Also sagen wir es mal so, ich habe mich einfach aufgrund, und das ist halt, das ist auch einer, warum ich so viele Gewinntage habe. Weil ich mich aufgrund meines Positionsmanagement aus einer misslichen Lage in eine gute Lage manövriert habe. So, jetzt nochmal die DVD. Jawohl, kommt. Und zwar eingeben Fimeo Heiko Behrendt Scalp Trading Einsteiger. So, machen wir es mal so. Da kommt man hier auf Gottmo Trader Premium Details. Nee. Hier, fortgeschrittene Profis. Ich dachte, es kommt gleich. Ah ja, gehen wir mal hier drauf. Gottmo Trader. Also ich empfehle, wenn dann diesen Mitschnitt hier zu kaufen, der ist aktueller. So, ich gebe Ihnen das mal. Also hier, da kann man sich das auch nochmal angucken. Den ganzen Inhalt hier an runterladen. Überall zu jedem Inhalt, zu jedem ist, was ist Scalping, worum geht's, Basic, Aufbau des Marktes, aber alles nur detailliert, ist halt nicht so praxisbezogen. Ja. Aber ich gebe es einfach mal her. So, ich gebe einfach mal den Link und dann sieht man das ja so. Gut. Gut, gut. Also ich bin ganz froh, dass ich so aus dem Trade rausgekommen bin, im Sinne von dessen, dass der Markt das so gemacht hat, wie er es gemacht hat, dass da ein richtig sauberes, gutes Trading ist, in solchen Phasen wirklich nur sehr oft in der Nachbetrachtung möglich, wo man sieht, wo der Markt anhält, ja, und wo er dreht. Ja, das sieht man halt in der Nachbetrachtung ganz gut. Die Sache ist halt die, auf das Doppeltief muss man ja hier unten einsteigen und nicht da oben. Ja, also viele Trader, die ich auch kenne, die sagen, ach hier, ich nehme jetzt nur mal das Dreifachtief halt her. Ja, also das heißt, wir haben erstmal, so der Markt kommt hier runter, dann hat man ein Doppeltief. Denn hier unten sieht man ja noch nicht ein Doppeltief. So, dann sagen die Teilnehmer, ach hier ist auch ein Doppeltief, gehe ich mal long auf das Doppeltief, bloß dann geht der Markt wieder runter. Ja, das heißt, man muss ja auf dem Dreifachtief hier unten sich trauen, long zu gehen, um denn davon partizipieren zu können. Ja, viele machen es dann doch so, dass sie hier oben long gehen und dann fällt der Markt wieder runter und dann vielleicht fällt er noch so unten raus. Also wichtig ist, dass man hier, bevor dieses Triple Tief entsteht oder das Doppel Tief entsteht, dann auch auf das spekuliert. Das ist wichtig. Ja, und nicht erst, wenn das bestätigt ist. Ja, das ist meistens, wäre heute auch fatal. Ja. Gut. Jo, wir haben es ja gleich 17 Uhr. So, ich scroll mal nochmal ganz hoch. DAX jetzt noch long kaufen mit Spekulation auf Ausbruch über 10.800. Wir müssen mal gucken, wo der DAX hier steht. Wo steht da der gute Junge? Ist er weiter gestiegen? Also wie gesagt, wenn die Optionsseite Attacke macht, also auf den Ausbruch als solches wird, also ich sehe durchaus die Gefahr, dass wir die 10.8 jetzt noch, eventuell sogar heute noch sehen könnten.
Ja, das ist halt schwer. Es ist schwer. Also für mich, also ich kann sowas jetzt nicht handeln, weil es nicht mein Metier ist. Das wäre jetzt wie, wenn ich jetzt anfangen würde, ich als Sprinter jetzt plötzlich anfangen würde, einen auf Dauerläufer zu machen. Das kann ich nicht. Tendenziell, wenn wir vielleicht mal in Tageschart reingucken, ist es okay, dass wir hier vielleicht, dass wir das noch sehen, die 10-8. Was natürlich, was wäre das, der fieseste Markt wäre ja natürlich, dass wir heute bei 10,8 schließen und morgen bei 10,9 eröffnen und dann geht die Party los. Sag mal so, das wäre the way of maximum pain. Ja. Genauso schlimm wäre, wir rennen bis 10,860 und alle denken, oh, jetzt endlich Jahresendrallye, Ausbruch, bla 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 und dann wieder hier runter. Ja. Also, ich weiß es nicht. Rein von der Optionsseite ist auf der, zumindest auf der Oberseite durch die 10,8 explosiver Sprengstoff gegeben und der reicht bis 11.400 Punkte. Man mag es nicht glauben, aber es wäre so. Aber dafür brauche es ein paar Käufer. Und solange die nicht kommen, ist das Ding, alles, was ich erzähle, nach oben nicht relevant. Ja, wenn der Optionstypi der Meinung ist, dass er heute anfangen muss, noch weiter vorzuhalten, falls er davon ausgeht, dass morgen noch ein paar Käufer kommen, dann wird er höchstwahrscheinlich Richtung 17:30 Uhr, werden wir da nochmal einen Move sehen auf der Oberseite. Aber wie gesagt, halt die Frage, je nachdem wie cool der ist oder wie viel er schon im Depot hat. Ansonsten 10.800 heute noch. Sind deine Stops garantiert? Ja, garantiert sind sie in dem Sinne, dass ich einfach einen Stop von 30 Punkten habe. Aber ich sage, wie gesagt, garantiert sind sie nicht. Und ich sage mal so, wenn ich 5 CFDs handle, verliere ich mit einer Position 150 Dollar. Oder jetzt im DAX würde ich 150 Euro verlieren. Also das wäre jetzt auf meiner Accountgröße noch nicht das, dass ich mehr verliere, wie eigentlich gedacht. Ich bin auch nie Overnight drinner. Das heißt, ich mache jetzt Feierabend, dann ist Feierabend. Und von daher brauche ich da keine Angst haben. Die meisten Trades steige ich, bevor mein Stop erreicht wird, sowieso aus. So, ich werde jetzt nochmal hier die ein oder andere Frage, ich scroll mal kurz hoch, nochmal beantworten, die nochmal zu dem Thema Ausbildung war. Für alle, die etwas später gekommen sind, vielleicht nochmal ganz kurz die Folie eingeblendet, dass ich vorhabe oder vorhabe, ich weiß es halt nicht, richte mich da so ein bisschen nach den Leuten. Ich hatte vor, eventuell über 3 Monate vielleicht eine Trading-Ausbildung zu machen und weiß nicht, ob ich mir das antue vom Aufwand her oder nicht. Grund war halt nur, dass ich überlege, kleine Gruppen vielleicht zu machen oder vielleicht mache ich das auch mit Privatcoaching-Teilnehmern, dass ich sie nur frage, kleine Gruppen. Oder ob ich es öffentlich halt mache, so eine kleine Gruppe, 5 bis 15 Leute. Und diese sozusagen kontinuierlich dann am Tag ausbilde, sehr viel Theorie am Anfang und dann auch vielleicht mal ein Seminar, wo man sich mal trifft, also was das mit beinhaltet und dass man halt wirklich das, ich sage jetzt mal, wenn man 4 Monate am Stück oder 3, 4 Monate am Stück plus noch, dass man sich mal nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sieht. Und da nochmal über die Fortschritte redet, vielleicht nochmal so für 2, 3 Tage, dass man da auf alle Fälle abschätzen kann, ob jemand dann es schafft, profitabel zu werden oder nicht. Ich meine, es kann auch nicht jeder schaffen, man muss dafür auch so ein bisschen Talent haben. Es kann durchaus sein, dass es gibt Trader, die ich gecoacht habe im Skype-Trading-Bereich, aber die haben dann wirklich mal durch die Fragen, die ich ihnen stelle, sind sie auf die Idee gekommen oder haben sie gemerkt, dass am Ende, wie soll ich sagen, dass am Ende das Skype-Trading gar nichts für sie ist. Sie traden heute noch, aber halt nicht mehr Skype-Trading. Ja. Und von daher, das ist das, worum es geht. Und da werde ich jetzt nochmal die eine oder andere Frage mir kurz mal durchlesen. Okay, also wie gesagt, da gab es einige Ideen, Interesse schon, Preis, geht es auch für Berufstätige, das ist halt auch immer so eine Sache. Ich finde, Skype Trading eignet sich eigentlich ganz gut für Berufstätige, finde ich, da man ja meistens, also ich trade meistens nur 2 Stunden am Tag, inklusive Vor- und Nacharbeit sind es 4 Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Als Anfänger ist es noch ein bisschen mehr.
Da muss man noch mehr Zeit investieren, entweder hinten raus, also in Anzahl von Stunden oder in Anzahl von Monaten und Jahren. Ansonsten ist Scalp Trading eigentlich, finde ich, deswegen mache ich eigentlich Scalp Trading, weil ich es eigentlich sehr gut finde als Berufstätiger, dass man halt wirklich sich am Markt setzen kann, schauen kann, wie der Markt ist, und dann so findet man eigentlich sehr oft auch tradebare Setups. Ja. Aber die Ausbildung jetzt, die weiß ich jetzt nicht, ob man die jetzt immer abends macht. Da kriege ich bestimmt Ärger mit meiner Holden Maid. Ja, also da wüsste ich jetzt nicht, ob ich das nur abends abspulen könnte. Ich hätte schon großes Interesse, kann es mir derzeit echt noch nicht leisten. Auf jeden Fall bin ich an einer Gruppe Treffen interessiert, um andere mit gleichem Ziel kennenzulernen. Okay, das ist auch schon mal sehr interessant. Finde ich, wie gesagt, halt auch ganz wichtig. Dieser Austausch gibt einem wirklich extrem viel. Also finde ich schon, vielleicht durch Trader sind ja auch so Eigenbrötler oder so Einzelgänger, möchte man ja sagen. Also ich habe ganz viele Trader kommen und gehen gesehen. Das Problem ist bei vielen Tradern, man kann sich mit denen durchaus so ein bisschen unterhalten, aber sobald es darum geht, wer ist der Bessere, so, also viele Trader fangen leider an immer, wer ist der Bessere, oder hättest du mal das gemacht, ich habe doch gesagt, es geht hoch, warum gehst du da short und so. Ab da geht das meistens auseinander, aber es gibt durchaus gewisse Typen, die harmonieren. Also ich hab auch Trader-Kollegen, mit denen bin ich seit über 10 Jahren befreundet, und ich rede mit denen auch über Trading, aber auf einem ganz anderen Niveau, wie ich mit 90% allen anderen Tradern rede, weil da gibt es sowas nicht. Ja. Von der Idee her sehr gut, nur der Preis ist schon gesalzen, kann man sich nicht leisten. Okay. Wird das eine Akademie-Vorlesung oder wie werden die Gruppen organisiert? Bin etwas später zugekommen. Also Gruppen sollte über Webinar-Software laufen, dass man dann so anfängt über Webinar-Gruppen laufen, und ich werde auch immer nur eine Gruppe gleichzeitig betreuen. Der Aufwand ist halt nicht zu unterschätzen, auch die ganzen Arbeiten und Videos und die ganzen Themen, die da alle ausgearbeitet werden, ist ein mega Aufwand, wie gesagt. Und wenn man dann ein paar Webinare, also wenn man den gleichen Stand hat von dem, was ich sozusagen auch fordere vom Trader, gewisse Sachen zu lernen, dann danach dann das Seminar zu machen, sich dorthin zu setzen, gewisse Trading-Situationen zu simulieren, zu wiederholen. Also da habe ich eigentlich schon recht tolle Ideen im Kopf gehabt. Wie gesagt, die Frage ist nur, ob ich es halt umsetze. Ich glaube, Interesse ist schon vorhanden. Der Preis schreckt etwas ab. Wie gesagt, vielleicht muss man auch die Anzahl der Stunden sehen, die man dafür investiert. Also es sind so roundabout 200 Stunden plus, also um die 200 Stunden, was durchaus okay ist. Aber wie gesagt, der Preis, ich habe ihn jetzt nur grob überschlagen, so ein bisschen kalkuliert, und am Ende richtet sich vielleicht die Höhe des Preises noch nach der Anzahl der Teilnehmer. Das müsste ich nochmal gucken. Ist, glaube ich, online für viele interessanter. Man kann ja das, wie gesagt, es läuft ja dann 3 Monate alles online, bis auf das eine Treffen zum Seminar. Ja, vielleicht auch, dass man das rausrechnet, wer daran nicht teilnehmen möchte, nimmt halt daran nicht teil. Wäre halt auch noch eine Möglichkeit, habe ich mir auf alle Fälle mal aufgeschrieben. Ist Level 2 erforderlich? Ich würde sagen, ja. Hi Heiko, ich schätze dich und deine Art sehr, aber ich musste mir eingestehen, dass der Stil einfach nichts für mich ist. Völlig okay. Ja, ist eine sehr gute Erkenntnis. Nicht jeder ist dazu geeignet. In welcher Stadt würde man sich treffen? Bis jetzt Jena. Liegt am Hermsdorfer Kreuz, ist eigentlich, glaube ich, recht gut gelegen in Deutschland. Die Sache wird hauptsächlich sein, dass für viele, die mit dem Trading anfangen, das einfach noch viel zu viel Geld ist. Manche wissen noch nicht mal, ob Trading was für sie ist. Na ja, klar, für die ist es auch nicht gedacht. Aber prinzipiell richtig. Klar, dafür habe ich ja auch meine ganz normalen Premium-Service, der ja wesentlich günstiger ist. Da dauert es halt dann 3 Jahre, bis man vielleicht das alles hat, was man so vielleicht in 4 Monaten kompakt bekommt. Gut, ansonsten habe ich wirklich viele Fragen beantwortet. Hallo Heiko, wo bekommt man denn Kurse für den FTAX inklusive Volumen zum akzeptablen Preis? Ich bin da gerade noch am Reden. Ansonsten
mal googeln. NinjaTrader wäre die Adresse, kostet ungefähr $50 im Monat. Ja. Welchen Datenfeed benutzt du für NinjaTrader? CQG ist das. Und ansonsten, glaube ich, habe ich alles beantwortet. So, ich scroll nochmal runter. Jo. Ja, schreib ein Buch. Ach, jeder möchte, dass ich ein Buch schreibe. Ich weiß. Ich hätte schon längst eins geschrieben, wenn ich ein Talent dafür hätte. Ich bin zu blöd zum Buchschreiben. Okay. Aber vielleicht kommt das. Also das Buch ist auch eines der Projekte, was ich auch im Blick habe, aber ja. Oder lieber traden, ja. Alles soll ich machen. Gut. Also ich danke euch erstmal für das Interesse und auch für das ehrliche Feedback in Sachen dieses meiner Anfrage, die ich hatte. Es war mir wirklich, lag mir so ein bisschen am Herzen, weil ich da keinerlei Idee hatte, ob ich damit sozusagen gewisse Personen anspreche oder nicht, ob das für welche interessant ist oder nicht. Wie gesagt, Interesse ist da. Preis müsste man halt nochmal kalkulieren. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch auf alle Fälle ganz viel Erfolg im Trading. Wen das Thema interessiert, findet mich ja auf Guidance und hier auch meinen Premium Service. Und ach hier. Ja, zu meinem Premium Service, so ein paar sind wohl nicht reingekommen. Das Video wird dann hier auch wieder auf dem Desktop online sein, also auf meinen Guidance Desktop. Ich kopiere euch das nochmal hier rein, den Link. Dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Jahresausklang. Wir hören uns dann erst wieder im Jahr 2017 im kostenfreien JFD Brokers Webinar. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Friede, Freude, Eierkuchen. Ich lade das Webinar hoch und dann viel Spaß nochmal beim Nachbetrachten. Bis dahin, euer Heiko. Tschö mit Ö.